willkommen zu Defner Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 225, lieber Defner. Und nachdem wir ja in der vergangenen Woche schon über den heißen Herbst gesprochen haben und die Winter. Demonstranten in Leipzig, haben wir jetzt sogar die jungen Unternehmer, die in Berlin und wo demonstrieren sie? Auf dem Tempelhofer Feld. Da gab es ja auch schon ganz andere Demonstrationen. Und da demonstrieren die jetzt und verbrennen Kohle. Das ist ja der Arbeitgebertag heute. Beim Arbeitgebertag und protestieren damit. Die jungen damit. Unternehmer sind immer ein bisschen aufmüpfig, traditionell. Ja, schon, ne? Aber dass sie wirklich auf die Straße gehen, die Manager und Unternehmer. Feld. Also du siehst, dass wir haben mittlerweile ein breites Spektrum an Menschen. Also am Rande eines Arbeitgebertages halten sie halt mal ein Transparent hoch. Also da macht jetzt der Unternehmer die Schuhe die auch nicht wirklich Kohle. Schmutzig. Die verbrennen Kohle und protestieren gegen Habeck. Ja, weil halt gerade der Kanzler und der Habeck und der Finanzminister sind alle da, wunderbar. Besser kann man nicht Aufsehen erregen als und ein bisschen und alle Kameras sind da und wahrscheinlich wieder 58 Redakteure vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und das Tempelhofer Feld ist eine wunderbare Kulisse für Demonstrationen. Ich finde, und da gab es auch schon andere Demonstrationen von links, von weiß ich nicht, von rechts, glaube ich noch nicht. Ist auf jeden Fall viel Platz da, ne? Ist viel Platz da, genau. Aber ich meine, der Kanzler hat schön angeknüpft in seiner Rede beim Arbeitgebertag an das Tempelhofer Feld, wo ja die Luftbrücke seinerzeit stattfand und hat das ein bisschen verglichen mit dem Ukraine-Krieg und hat gesagt, so wie die Völker der Welt damals quasi auf Berlin geschaut haben Völker und für dieses freie Berlin. Schaut ja, auf diese genau, Stadt. Ernst Reuter, die legendäre Rede, ja. Und für dieses freie West-Berlin gekämpft haben, alles gegeben haben und die Berliner durch den Winter gebracht haben. Genau so kämpfen wir, jetzt setzen wir uns jetzt ein für die Ukraine und er hat dann auch gesagt, so eine Luftbrücke, das war halt eine Operation quasi, die einmalig historisch ohne Vorbild war und da hat auch nicht alles gleich geklappt am Anfang, da hat es auch geklemmt, aber man hat es hinbekommen und Berlin hat seine Freiheit behalten und genauso wäre das jetzt auch mit den Unwägbarkeiten quasi des Ukraine-Krieges und der Folgen, die wir hierzulande spüren, die Energiekrise und war guter Dinge, dass man in einer gemeinsamen Kraftanstrengung sowas schaffen kann. Ein schönes, mutmachendes, positives, optimistisches Bild hat mir natürlich gefallen. Ja, ich glaube, da bräuchte man nach den Worten, müsste man auch irgendwie Taten folgen lassen. Ja, es kommt doch eins nach dem anderen. Ja, es ist doch vieles in der Arbeit. Aber wir sprechen darüber, das ist unser Thema des Tages heute. Ja. Wir sprechen mal über Herrn Habeck. Ich habe ja ein Herz für die Schwachen in der Gesellschaft und deswegen werde ich heute den Habeck verteidigen ein bisschen. Ja, ich meine, es ist, wenn alle auf ihn einprügeln, dann... Was heißt ja alle? Der hat ja immer noch relativ hohe Beliebtheitsquoten. Naja, wundert mich. Es ist abgerutscht. Also, mittlerweile kapieren die Leute auch. Ich meine, ich erzähle es ja schon seit Monaten, dass der Habeck schon irgendwie... Schon vor der Wahl. Ja? Ja. Siehst du. Aber wer ist jetzt der beliebteste Politiker? Frau Baerbock. Frau Baerbock. Da ist bei dir auch schon die Blase geplatzt. Also das stimmt. Es muss nicht unbedingt heißen, wenn hier der Chapitz jemand anzählt, dass er dann für immer weg gescheitert ist. Aber die Blase war geplatzt. Sie ist auch wirklich... Sie ist nicht Kanzlerin geworden, aber macht einen super Job als Außenministerin und das erkennen die Leute an. Also ich fand ja, sie leidet ja manchmal über Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, als die China-Taiwan-Krise war und sie sich dann so die Backen aufgepustet hat und sich dann in die UN gestellt hat und gesagt, wir werden Taiwan verteidigen. Und ich dachte, womit wollen wir die verteidigen? Und die Chinesen werden sich totgelacht haben, würde ich vermuten. Also wenn man schon die Backen aufpustet, dann muss man auch irgendwie liefern können im Zweifelsfall. Und das muss, glaube ich, Frau Baerbock noch als Außenminister, obwohl sonst ist sie sehr couragiert, also muss man sagen. Aber sie muss auch liefern. Würde ich andere Minister anzählen im Kabinett, Frau Lambrecht vorneweg, ja. Die nicht liefert, ja, und vom Wissing habe ich auch noch nicht viel gehört in Sachen Digitalisierung. Also da muss ich schon sagen, da gibt es und von anderen, von denen man gar nichts hört. Was machen die den ganzen Tag? Also Bildungsminister gibt es auch, glaube ich, ne? Ist, glaube ich, auch von FDP, Bildungsministerin. Das kann sein. Und es gibt auch noch die Innenministerin, Frau Faeser. Gut, macht die eigentlich was? Was macht die? Hab ich auch nicht. Den haben lange nicht mehr gehört, oder? Ja, die ist ja eigentlich auch. Nee, und Bauministerin gibt es ja auch noch eine, die 400.000 Wohnungen bauen wollte. Ja. Stimmt. Das Kabinett. Also ich finde, es ist nicht so, dass immer diejenigen, die nur in der Öffentlichkeit angezeilt werden. Natürlich stehen sie im Rampenlicht und haben momentan die großen Aufgaben. Mhm. Wie gesagt, das diskutieren wir später noch. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er.
Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Komm, wir sind nur ein kleiner Cliffhanger. Ich fand ja so schön, wie die heute schon mal den Kollegen Habeck als Homo Laber verunglimpft hat. Ich fand das eine wunderbare Sache. Und genau das zeigt, sein intellektueller Schönschwätzer. Also insofern. Naja, wie gesagt, lass uns das dann später diskutieren. Aber ich meine, die Märkte sind auch super spannend momentan. An diesem Montag gab es ja nun die verheerende IFO-Prognose, dass wir im nächsten Jahr 9,3% Inflation nochmal bekommen. 2023. 9,3%. Ich habe darüber mit dem IFO-Konjunkturchef Professor Wollmershäuser gesprochen, der übrigens auch aus dem Frankenland kommt, aus Rodenburg, ob der Dauber, ja, okay. Sehr nahe an Feuchtwangen, muss ich glaube wieder fränkisch schwätzen, an der Romanischen Straße. Okay. Bloß eine kleine Insider-Information. Ja, und dann hast du aber, weil ihr beiden Franken seid, hast du dann kapiert, wir warum haben aber er nicht das auf fränkisch, hat. Wir haben nicht auf fränkisch, nicht auf fränkisch geschwätzt. Nein, aber hast nein, du kapiert, aber ich was er wollte? Nein, aber man muss sagen, sie haben ja 3 Monate nach der letzten Konjunkturprognose radikal diese Prognose quasi verändert. Ja, in die eine und die andere Richtung. Also bei der Inflation von 3,7%, von 3,3% bei der Inflation auf 9,3% hochgeschraubt, 6 Prozentpunkte. Und beim Wachstum von eigentlich für 2023 ein Wachstum von 3,7%. Also richtig boomen, Wirtschaftsboom war vor 3 Monaten noch vorher gesagt. Und jetzt auf minus 0,3% auf Rezession runtergestuft. Und endlich traut sich jetzt das IFO-Institut auch mal eine Rezession auszurufen. Und ich muss sagen, ich habe schon vor 2 Monaten, ich spreche hier einmal im Monat auf jeden Fall mit dem IFO-Institut zum IFO-Geschäftsklimaindex, ist ja der wichtigste Konjunkturfrühindikator. Und ich finde, da haben sie ja, sitzen sie ja wirklich an der Quelle. Und der hat ja schon lange nachgegeben. Und eigentlich und habe ich den Professor Fust gefragt. Also ich meine, vor 2 Monaten zeigen nicht alle Zeichen auf Rezession. Da geht es auch nur um die steigenden Zinsen, den einbrechenden Bauboom und so weiter, Konsumflaut und so weiter und so fort. Energiepreise waren damals auch schon hoch. Jeden Euro nur einmal ausgeben. Ja, kann man auch nicht so sagen. Also noch, und die Verbraucher haben ja auch noch viel Ersparnis und so weiter und so fort. Also für mich war klar, da kommt eine Rezession. Jetzt hat es auch das IFO-Institut erkannt und alle anderen Institute auch. Und alle schreien jetzt Rezession. Und was macht die Börse an diesem Tag, an das IFO-Institut die Rezession ausruft? Sie steigt um 2,4%, der DAX 2,4% im Plus. Und das ist für mich einfach wieder mal der beste Beweis, dass Ökonomen einfach sehr, sehr weit hinterherhinken. Dass die Börse Dinge vorausnimmt und schon frühzeitig einpreist. Naja, eine Rezession zum Beispiel, dass der DAX diese Rezession schon lange eingepreist hat. Und wenn sie dann noch nicht mal offiziell eintritt, sondern wenn sie von den Ökonomen dann gesehen wird, dann ist der DAX schon wieder ein. Ich meine, der DAX, muss ich gestehen, ist relativ günstig bewertet, das stimmt. Da kann auch noch die ein oder andere Gewinnschätzungssenkung irgendwie eingepreist werden, aber. Ja, aber ich meine, das Zeichen, wenn ein DAX an einem Tag, wo eine Rezession ausgerufen wird, von angesehenen Instituten und am Donnerstag letzter Woche waren es ja auch schon andere Institute, die glaubst du nicht einmal, dass die eher nach Amerika schauen, sehen, dass da gerade die Märkte einpreisen, dass die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat, dass die Fed vielleicht nicht ganz so hart rangeht, der Dollar bricht war ein, ja relativ und dann sagst du halt, selbst der Bitcoin läuft wieder, Risiko, zackatack, das ganze Programm, und dann sagst du, hey, wenn die das machen, machen wir das auch. Dann siehst du, wie der DAX zurückgeblieben ist, der weiß ich nicht, S&P 500 hat ein KGV von 17, der DAX hat ein KGV von 11, da denkst du so, oh, ein bisschen gut, aber es war ja immer die Rede davon, dass Amerika und Europa ganz anders betroffen sind von dem Krieg und auch von den Folgen. Aber du siehst ja auch, wenn in Amerika die Inflation zurückgeht, sie natürlich in Deutschland noch nicht zurückgeht, ja. Aber und dann hat endlich auch die EZB 75 Basispunkte, wie ich es vorher gesagt habe, erhöht und diesen kraftvollen, mutigen, großen Schritt gemacht. Und das hat auch den Märkten nicht geschadet. Der DAX nur ein bisschen hin und her gezittert, aber im Prinzip war das auch erwartet worden. Und im Prinzip haben wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit. Und was natürlich befeuert hat, sind die Fortschritte der Ukraine in der Offensive gegen die Russen. 6.000 Quadratmeter haben sie mittlerweile, sagt Zelensky, Quadratkilometer, oder? Quadrat,
Quadratkilometer, ja. Quadratmeter wäre ein bisschen wenig. So, oh, ja, schon. Ja, Fußballfeld ja, 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 haben wir genau, Quadratkilometer. Also zurückerobert. Also da ist natürlich auch eine gewisse Hoffnung auf eine Trendwende da, wenn man auch immer da vorsichtig sein muss in diesem Krieg. Da kann auch viel passieren und Putin ist unberechenbar. Wir wissen nicht, was er jetzt macht, wenn er so mit dem Rücken an der Wand steht. Aber es gibt einfach Zeichen dafür, dass es die Situation sich auch bessern kann, unverhofft. Ja? Und wenn quasi irgendwie die schwärzesten Szenarien dieser Rezessionswinters und einer Rieseninflation, die da kommen soll, an die Wand gemalt werden, ist möglicherweise wie schlimm ist auch schon vorbei. Und wie gesagt, das IFO-Institut, andere Institute hinken immer so der Entwicklung so ein bisschen hinterher. Und dann müssen sie nochmal, das ist wie bei den Aktienanalysten auch, ja, wenn ein Aktienkurs fällt, dann wird die Aktie heruntergestuft und das Kursziel wird angepasst. Also ich erwarte mir da ein bisschen mehr Vorausschauen, das finde ich von Ökonomen wie von Analysten. Ja, gut, und deswegen glaube ich auch, dass es zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr, ich meine, die sagen ja 11% im Frühjahr wird dann bis zu 11% wird die Inflation steigen im Frühjahr und es gibt dann auf Jahresicht eben diese 9,3%. Es ist ja die Frage, wie das mit der Energie jetzt genau weitergeht. Und da war ja die Idee vom IFO-Institut und warum das jetzt erst im nächsten Jahr so richtig durchschlägt, weil im nächsten Jahr die Leute erst die richtigen Preiserhöhungen von ihren Versorgern kriegen. So, der Kollege Sommerfeld, der hat ja jetzt auch noch für seine Wärmepumpe hat er noch einen Tarif von der Stadtwerken Güstrow für 23 Cent die Kilowattstunde Strom. Und dann hat er noch einen anderen Tarif von irgendwie den Stadtwerken Oranienburg, wo er von normalen Haushaltsstrom 27 Cent bezahlt. Und das läuft jetzt zum Jahresende aus und dann kriegt er erst seine Erhöhung. Und das geht relativ vielen Leuten so. Und da kann es natürlich sein, dass noch was passiert, aber du weißt ja nicht, was mit den Energiepreisen passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt überhaupt diese Inflation misst, weil der eine hat schon die Preiserhöhung bei der Energie, ja. Der andere hat sie noch nicht. Wie messe ich das? Ich finde das auch irritierend, dass es nächstes Jahr nochmal mehr werden soll und gerade in der Rezession, wo ja dann auch die eigentlich die Preise normalerweise zurückgehen, weil die Leute weniger Geld haben und noch mehr sich zurückhalten mit Konsum. Und dann nochmal eine steigende Inflation zu erwarten. Ich glaube, das ist aber so. Aber wir sehen ja vor allem jetzt auch, wie auch die Preise, die Gas- und Strompreise schon wieder einbrechen. Gestern an diesem Tag auch mit den Fortschritten, auch mit den in der Ukraine und der Hoffnung, dass sich da vielleicht auch irgendwann mal ein Blatt wendet. Erdgas-Future, der europäische, hat sich um 7% auf 189 Euro verbilligt. Der war schon mal bei fast 300 Euro. Ist also 350 ist er bei 191. Also dann ist er der um 45% eingebrochen. Der Strompreis genauso. Megawattstunde gestern 479 Euro, rund 8% eingebrochen. Die war ja schon mal bei fast 1000, ja, vor ein paar Wochen erst. Ja, 1000, ja. Also wir sehen hier schon wieder eine Halbierung und das sind ja wieder, das haben wir ja auch gelernt, die Trendsetter, die dann natürlich dann auch teilweise wieder halt dann mit Verzögerung weitergegeben werden. Also wir sehen hier Vorboten auch einer Entspannung. Das haben möglicherweise wir sehen, dass diese spekulative Übertreibung nach oben auch eine spekulative Übertreibung war. Und Entspannung ist vielleicht ein Wort zu viel. Du musst jetzt mal sehen, was ist jetzt eben jetzt von den Leuten sagen, was heißt 191 Euro pro Megawattstunde? Das heißt 19 Cent je Kilowattstunde. Und jetzt kommt nochmal für die Endverbraucher nochmal das Gleiche drauf. Das wären jetzt 38 Cent je Kilowattstunde Gas. Und wenn du jetzt mal guckst bei Verivox oder wie auch immer, hast du ungefähr 40 Grad. Also insofern ist dieser Preis, den du gerade siehst, ist ungefähr der auch am Markt ist. Und das wäre zum Vorkrisenniveau eine Verachtfachung. Und wenn der Preis jetzt bei 191 bliebe, dann wäre das immer noch eine Verachtfachung beim Gas. Wenn keiner einen Gasdeckel einzieht, hast du dann wirklich diesen Preis. Insofern bin ich da jetzt nicht ein richtiger Entspannung jetzt schon, solange jetzt noch nicht wirklich was, ist weder ein Strompreisdeckel da aktuell. Genau. Die EU arbeitet daran an Vorlagen und ich glaube, da wird jetzt ganz schnell was kommen, die Woche möglicherweise noch. Und es wird auch in irgendeiner Form wahrscheinlich vielleicht in so einen Gaspreisdeckel kommen. Und dann gibt es dann natürlich nochmal eine andere Entspannung. Aber wir sehen ja zumindest jetzt schon mal diese spekulative Übertreibung an den Börsen, an den Strom- und Gasbörsenpreisen, die etwas zurückkommt. Und das ist ja auch ein Zeichen der Hoffnung, wenn es da auch mal in die andere Richtung geht und nicht nur immer in die eine Richtung nach oben schießt und weiter die Preise explodieren. Das ist natürlich, wir sind da noch nicht auf einem Insgesamtniveau, das irgendwie auskömmlich erträglich ist. Und es wird von der Politik jetzt an Schutzschirmen für die mittelständischen Unternehmen, für energieintensive Unternehmen gearbeitet. Und ich glaube, es wird
an allen Ecken und Enden, eben wie der Scholz sagte, wie so eine Luftbrücke. Und ich meine, wenn man sich die Filme von damals in der Luftbrücke anschaut, wie, was für ein komplexes Unternehmen das war, ja, dass die Rosinenbomber hier im Minutentakt in Tempelhof gelandet sind und eine Großstadt in Berlin versorgt haben. Das hätte kein Mensch für möglich gehalten, dass sowas möglich ist, ja. Mhm. Und warum, also wenn viele Leute wirklich Kräfte konzentriert werden und die Probleme auch mal erkannt werden, dann ist einfach auch vieles möglich. Und ja, wie gesagt, wir werden ja das Thema noch mal ein bisschen weiterführen am Ende, wenn es um Habeck und so weiter geht. Aber ich bin einfach weiter. Der Mann hat es nicht verstanden, aber das macht auch nichts. Egal. Aber ich bin einfach optimistisch, dass es nicht immer nur in die eine Richtung, in diese Extremrichtung geht. Aber natürlich wird die Inflation hoch bleiben. Mhm. Aber ich glaube eben nicht, dass das noch mal eine Schippe drauf hat. Wir sehen ja dann im Laufe des Jahres auch Basiseffekte. Ja? Du hast ja eben diese hohen Energiepreise im Großteil des Jahres. Ja, wenn wir jetzt hier, heute gab es halt die Konsumentenpreise und hat man halt gesehen, was so die Hauptpreistreiber waren. Da sieht man beispielsweise Butter 40% teurer geworden gegenüber Vorjahr. Also eins der wirklich teuersten Geschichten. Und wenn die Butter jetzt nochmal 40% teurer war, die kostet jetzt 2,20 Euro, das Eckprodukt, die Billigbutter. Und dann kann man überlegen, nochmal 40 drauf, müsste es ja nächstes Jahr dann nochmal auf 3 Euro gehen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen, wenn die Inflation immer weiter steigen muss, muss es ja immer weiter diese Preisanhebungen geben. Und das glaube ich auch nicht. Deswegen finde ich die 9 so hoch. Aber ich fand es ja spannend. Es gab ja diese wunderbare Diskussion bei Markus Lanz, die Inflationsdiskussion zwischen Frank Thelen und Ulrike Herrmann, der Taz-Journalistin. Und die Frage, was ist für Inflation verantwortlich? Und dann hat der Thelen sich gesagt, ja, das ist ja Gelddrucken. Das erinnert mich so ein bisschen an die Chapitz-Theorie. Das ist ja die Chapitz-Theorie. Ja, der Chapitz. Ja, genau. Der liest wahrscheinlich, der folgt dem Schuldensiener, ja? Es ist Gelddrucken, genau. Die Bilanz von der EZB gezeigt, ja? Und dann hat die Frau Herrmann ihm gleich gesagt, ja, das ist eine Theorie von Milton Friedman, die ist schon längst überholt, die gibt's schon längst nicht mehr. Wenn Sie so eine schwachsinnige Theorie anhängen, dann wundert es mich nicht, dass sie schon zweimal pleite gegangen sind, hat sie ihm gesagt. Und dann saß der Thelen da. Also hörte man im Hintergrund dann den Herrn Lanz lachen. Wirklich, man dachte sich, der hat sich den Thelen eingeladen für so eine Clowns-Nummer und lacht sich dann selbst über den Typen tot. Und das Zweite ist, der Thelen lächelt, versucht das wegzulächeln. Und ich denke mir so, Thelen, wenn du mit Ulrike Herrmann ins Fernsehen gehst, dann musst du doch einmal Ulrike Herrmann dir angeguckt haben, dann weißt du, dass die in allen Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist und sich da irgendwie, dass ihr Hauptberuf nicht darin besteht, bei der Taz irgendwie das zu machen. Sie hat 2 Bücher geschrieben, die sind sogar gut, die Bücher, keine Frage, aber sie ist rhetorisch brillant, da muss ich mir doch was überlegen, wenn die mir so kommt. Und der Thelen ist wirklich schlecht vorbereitet. Ich hätte ja gesagt, ich habe wenigstens mal Sachen gegründet im Leben und das Einzige, was du hier schaffst, ist, dass du dich von den Öffentlich-Rechtlichen in den Talkshows aushalten lässt und dir da Kohle beleidigte geben Leberwurst spielen, wenn dir jemand mit einer ökonomischen Theorie kommt, das ist aber auch ganz, ganz nein, aber die Tante, die Frage ist ja, und das ist ja, die Frage war ja dann, was ist wirklich für Inflation verantwortlich? Und da haben sie natürlich beide recht gehabt. Der Thelen hat recht gehabt, wenn natürlich Energiepreise steigen und wenn Lebensmittelpreise steigen, können die natürlich nur steigen, wenn die Geldmenge groß genug ist, um das herzugeben. Wenn die Geldmenge nicht groß genug ist, kommt es nicht richtig zu einer Inflation. Ja, aber dann, und deswegen ist Gelddrucken, aber das ist doch da wirklich ein Schmarrn. Wenn die Geldmenge ist die notwendige Voraussetzung, um eine Inflation hinzubekommen. Es ist keine hinreichende, wenn die Notenbank Geld. Aber selbst in dem Fall ist es vielleicht noch nicht mal eine notwendige, weil wenn der Gaspreis explodiert und die Leute gezwungen sind, Gas zu kaufen, ist es keine Frage, ob sie jetzt irgendwie viel auf der hohen Kante haben, Ersparnisse haben oder keine Ersparnisse. Dann sind sie im Prinzip gezwungen, Gas zu kaufen, dann werden sie, also was auch immer. Ja, aber dann musst du ja die Kohle woanders wegnehmen und dann hast du eine Anpassungsrezession. Ja, gut. Also wenn die Notenbank es nicht finanziert, eine Inflation mit einer Geldmenge, dann hast du eine Anpassungsrezession und hast du relativ schnell den Kram wieder weg. Aber wenn die Notenbank einfach ganz viel Geld gedruckt hat und da sagt der eine, oh, kriege ich noch eine Lohnerhöhung, der dritte sagt dies, der vierte sagt das. Ja, mit den Lohnerhöhungen ist es auch nicht so dicke, wie wir in unserem Unternehmen sehen und das ist bei vielen anderen Unternehmen auch so. Die Reallöhne Geldmenge sinken. Geldmenge ist eine notwendige Voraussetzung. Damit hat der Frank Thelen nicht Unrecht. Nur es ist keine hinreichende, wenn du Geld druckst und die Leute das Geld nicht nachfragewirksam in die Wirtschaft tragen, wie es ja ganz lange der Fall war,
dann ist es natürlich, dann kannst du Geld drucken, aber trotzdem keine Inflation haben. Ja, das kann natürlich wenn passieren. Energie und Nahrungsmittel steigen und dann wirst du nicht drum rumkommen, die zu konsumieren, dann kannst du mal bei Nahrungsmitteln auf dem Aldi ausweichen. Ja, aber dann hast du einen kurzfristigen Anstieg, aber dann hast du keine langfristige Inflation. Das ist der Unterschied. Ja, wir sprechen Inflation jetzt gerade nicht von langfristiger Inflation. Inflation, wir sprechen jetzt gerade von der kurzfristigen. Nee, Inflation hat ja immer, ist ja immer was sich perpetuiert. Also das ist ja, wenn du in die Wirtschaftswissenschaft reinguckst, ist Inflation ja nicht ein einmaliger Preiseffekt, sondern Inflation ist ein langfristiger. In dem Fall war ja sicherlich vom einmaligen momentanen Preiseffekt die Rede. Naja, es war nicht so ganz klar. Wenn man momentan von Inflation spricht, spricht man nicht von den nächsten 10 Jahren, sondern... Ich fand das Apodiktische von Frau Herrmann war wirklich... Da hast du Glück gehabt, dass sie dir nicht über den Mund gefahren ist, ja? Ich hätte mich hättest mit der beleidigt und dann nein oder nein, die, nein, wenn die dich Art. Wenn die dich beleidigt und sagt Gimpel, so ja so keine Ahnung ja. Nein, die hat eine Banklehre gemacht, die hat viel Ahnung, die hat nur Bücher geschrieben über irgendwie Antikapitalismus Bücher, hat ein gutes Buch über Wirtschaftsgeschichte geschrieben, das war okay. Und ist sonst einfach nur in Talkshows und lässt sich da fürstlich bezahlen. Als Apanage kriegt sie da, wenn sie da hingeht. Und sie wird mehr Geld durch ihre ganzen Talkshow-Auftritte verdienen als jeweils bei der Taz. Na gut, bei und der Taz wird nie, ja noch schlechter bezahlt als bei der Taz. Hat aber nie selbstständig irgendwie was gegründet. Und da muss man sagen, wenn der Thelen was gegründet hat und dann kriegt er eins in die Fresse, so, ja, aber ich meine, zu sagen, ich habe was gegründet, deswegen kann ich absolute Inflationstheorie. Nein! Egal. Aber trotzdem kannst du niemanden niedermachen und das Argument machen, du bist zweimal pleite gegangen, deswegen hast du keine Ahnung. Würde ich auch sagen, du bist 5-mal ausgestoppt beim CFD-Mann, bist zu doof irgendwie anzulegen, weil du keine Ahnung hast. Würdest du ja auch nicht gelten lassen, siehst du. Egal, ich merke schon, du bist eher auf der Nein, Seite aber von ich Frau finde, Herrmann. Das ist, ja, überhaupt nicht. Also ja, inhaltlich schon eher. Ansonsten finde ich das, aber ich meine, wie gesagt, lassen wir den armen Frank Thelen. Auf den wird so viel rumgehackt. Ja, der sollte vielleicht auch mal dem Kevin Kühnert folgen und Twitter verlassen. Ja, es ist doch immer eine gute Methode, um friedlicher zu leben. Nee, ich glaube, so schlimm ist, bei Twitter ist er gar nicht so aktiv. Hat er noch ein Video nachgelegt, hat er noch mal irgendwie so einen Ausschnitt von der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht, die Definition von Inflation noch mal nachträglich vorgelesen. Das war dann schon wieder ein bisschen peinlich, aber lieber im Vorfeld sich gut informieren und da hingehen, als dass man das danach noch irgendwie versuchen muss, wieder in Ordnung zu bringen. Ja. So. Gut. Aber apropos Inflation, wir wollten auch dazu noch eine Wette machen, und zwar zur EZB. Genau. Weil wir nicht, dass wir uns in der letzten Minute wieder einfällt, auch wir haben gar keine Wette. Das stimmt. Ich biete also folgende Wette an. Ich wette, dass der Bagger von... Nein, wir sind ja gar nicht bei Wetten, das nein. Genau. Also ich glaube, dass die EZB weiter noch deutliche Schritte unternehmen wird in diesem Jahr. Also eigentlich wird der Zinserhöhungszyklus ja noch bis ins nächste Jahr gehen. Und da glaube ich auch, dass wir auf jeden Fall bei 3% oder irgendein Schnaps darüber rauskommen. Und ich glaube, dass sie doch nochmal in diesem Jahr um einmal 75 Basispunkte und einmal 50 Basispunkte erhöhen werden. Also zweimal in den zwei verbleibenden Zinssitzungen. Also 125. Und dann 125. 125. Ja, wahrscheinlich beim nächsten Mal eher nochmal 75 und dann kommt mehr und mehr die Rezession näher. Da werden sie ein bisschen vorsichtiger und dann nur noch 50. Bin mir nicht, also es ist durchaus eine Prognose mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aber wir müssen aber ja auch immer Unsicherheiten. Alles ist unsicher. Ja, genau. Und ich würde dir sagen, 100 bis Jahresende vielleicht. Aber ich hätte auch nicht vermutet, da muss ich ja sagen, ich hätte nie vermutet, dass die EZB so weit die Zinsen anheben kann und das auch tut. Und, also du sagst einmal 75 Basispunkte, einmal oder 25, insgesamt einmal 100. Also 100 insgesamt bis Jahresende 100. 100 wenn ich, drauf, jetzt, wenn 100 ich mir die 20. Märkte angucke, dann ist eingepreist 121. Also ist näher an dir. Näher an mir sogar. Oh. Mittlerweile näher an dir. Ist ja manchmal auch ein Kontraindikator. Also weiß man nicht. Aber also da ist eingepreist fürs nächste Mal 66 und dann nochmal 65. Also das sind immer Wahrscheinlichkeiten eingepreist. Man kann das ja irgendwie mit Terminmarktprodukten versuchen zu machen. Nein, aber ich muss sagen, Respekt, dass wir das letzte Mal diesen großen Schritt und sogar einstimmig diesen großen Schritt beschlossen haben. Und das zeugt doch auch für eine gewisse Vernunft in der EZB und dass sie das einfach zeigt, dass jetzt sie einfach wahnsinnig behind the curve sind, Alter. Ja, sowieso. Ja, wer aber so sie lange nichts macht, der muss halt irgendwann versuchen, vor die Kurve zu kommen. Ja. Das kriegt er aber nicht hin. Also ja, vor die Kurve kommst du nicht mehr. Also die Amerikaner wirst du nicht mehr überholen, aber du musst halt einigermaßen hinterherkommen. Und ich meine, jetzt zeigt sich ja auch, dass es, und das ist ja auch nochmal ein dämpfender Faktor, der nochmal dazukommen kann, der vielleicht in der Rechnung von Herrn Wollmershäuser auch nicht so drin ist, der Euro zieht ja jetzt auch wieder an, ja? Also sobald die
Spitze. Ja. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebendste Faktor. Weniger als wir dämpfen jetzt hier die Konjunkturen, die Leute schalten dann ihre Heizung aus, sondern mehr, dass wir im Prinzip diese importierte Inflation etwas senken, wenn der Euro wieder etwas anzieht. Ist jetzt doch über die doch deutlicher von der Parität wieder etwas entfernt. Und das ist das war durchaus ein Effekt, der durch die EZB gekommen ist. Ja, das war nach der EZB, das war ja das Faszinierende. Ja, nach der EZB ging es sogar nochmal runter, weil die Leute... Weil parallel auch der Paul dazu gesprochen hat. Deswegen konnte man jetzt nicht so genau sagen, was geht auf die Rechnung. Parallel zur Lagarde hat der Paul gesprochen und hat auch weiter gesagt, wir machen auch weiter hier kräftig, bis der Job gemacht ist. Die FED ist viel streitentscheidend. Und jetzt denken die Leute, dass möglicherweise in Amerika das Inflationshoch gesehen ist und dass das dann die FED dazu übergehen wird, nicht mehr so stark zu erhöhen, vielleicht noch einmal 75 und dann nochmal, weiß ich nicht, 50 und dann Job dann. Und das war, glaube ich, das Entscheidende. Und naja, aber wie gesagt, also mich stimmt zuversichtlich, dass die Märkte jetzt so stabil sich halten, obwohl alle heute auch an diesem Dienstag wieder BDI-Chef rechnet mit massiver Rezession. Jetzt wird schon ein bisschen tiefer nochmal in die Dings. Die Börsianer im ZDW, der ZDW-Konjunkturindikator. Das ist ja für mich immer der größte nachlaufende falsche Indikator. Da kannst du auch wirklich den DAX vor zwei Monaten anschauen und dann weißt du, wie die Stimmung der Börsianer ist. Der DAX in der Erhebungswoche. DAX in der Erhebungswoche, genau. Der ZDW wird ja erhoben ungefähr, und dann denkst du... Genau. Aber vielleicht eher so 14 Tage bis einen Monat davor. Ja? Und da Börsianer bewerten Konjunkturaussichten so negativ wie zuletzt 2008. Ja. Ne? Also von daher, also das sind alles so, wie gesagt, und jetzt steigt und immer wieder steigt die Börse. Und dann all die Leute, die meinen, man muss jetzt aussteigen oder weniger Sparrate machen oder so, werden dann wieder auf den falschen Fuß erwischt, weil sie nicht dabei sind und plötzlich steigt der DAX an einem Tag um 2,4%. Das ist möglicherweise ein Vorbild. Und jetzt werden ja auch so ein bisschen technische Marken schon wieder überschritten und zwar die 13.000er Marke, wichtige psychologische Marke. Also ich bin da hoffnungsvoll, ich habe auch wirklich letzte Woche doch massiv wieder mal ein bisschen investiert. Ja, dann sagen Sie mal, was Sie gekauft haben, sollen die Leute mal wissen. Ich hab wirklich jetzt auch mal von der Liste, wir hatten ja neulich drüber gesprochen. Die Schnäppchenliste. Die Schnäppchenliste, die ihr in der Welt aufgeschrieben habt, mit diesen niedrigen KGVs, Aktien, die so billig sind, dass sie einen anschreien. Und wie gesagt, bin ja normal nicht so der Old Economy Fair. Ein bisschen ThyssenKrupp gekauft. Die haben übrigens auch ein paar neue Aufträge, ganz interessante, bekommen im Wasserstoffbereich. Die haben diese Wasserstoff doch, die sind in die Börse bringen. Genau, da ist ja diese Fantasie mit drin. K+S. Ich glaube einfach, dass die zu Unrecht zu sehr abgestraft werden. Mhm. Die haben ja auch in Kanada noch eine Kalimine. Also notfalls holen sie halt dann da mit günstigem Schiefergas die Sachen raus, wenn die so gasabhängig sind. Also ich glaube, die sind auch total unterbewertet. Und Klöckner hatte ich ja schon länger, die hatte ich ja damals beim Risse schon vorgestellt. Die kommen auch wieder. Die sind ja auch auf dieser quasi 1er KGV-Liste da teilweise irgendwas gewesen über ein bisschen über 1 teilweise KGVs an den letzten KGVs berechnet, an den letzten Gewinnen. Und ich habe mir aber auch wieder ein bisschen was aufgestockt, BYD zum Beispiel nochmal aufgestockt, die ich schon habe, aber die ja nochmal so massiv verprügelt wurden, weil ja Buffett so ein paar da teilweise seine Position verkauft hat. Also nicht so heimlich, nicht große so Teile. Ja, und jetzt ist die große Angst, dass er seine ganze Position verkauft. Aber gut, er hat 2000% Gewinn, glaube ich, damit gemacht mit seinen Aktien. Da hält er ja seit Jahren, und dass man da mal ein paar Gewinne mitnimmt. Und es gab jetzt von der Citigroup ein neues Kursziel von 640 Hongkong-Dollar. Es ist deutlich über dem, wo wir aktuell sind. Und umgerechnet 80 Euro ungefähr. Im Hoch war die ja bei 333 Hongkong-Dollar. Also nochmal deutlich über diesem letzten Hoch. Und jetzt ist die wieder abgeschmiert. Ich glaube, die hat jetzt hier auch einen Boden erreicht. Und haben wir sogar wieder ZipRecruiter geholt, nachdem ich hier... zu dem Pip nochmal gehört habe. Also querbeet so ein bisschen, Aber es ist keine lineare Entwicklung, das kann ich gleich sagen. Wir haben ja gerade die amerikanischen Inflationszahlen gesehen, die sind zwar gefallen auf 8,3, Headline-Rate, aber eben nicht auf 8,1, wie erwartet, und die Kernrate ist gestiegen, die nicht auf 6,1. Die kommen quasi live rein. Die kommen live rein und du siehst da, auch das ist nicht linear nach unten. Und schon schmiert der DAX wieder ab. Genau, das ist es. Also man sieht halt, eine negative Überraschung. Es ist alles noch sehr datenabhängig und deswegen, ich denke immer noch meine... normalen Investments, meine Sparpläne lasse ich weiterlaufen, aber jetzt schon groß auf Shoppingtour gehen, ach, das ist
Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt in langer Zeit nichts mehr gekauft, außer meine ganz klassischen, also ich habe ja Sparpläne auf Merck, auf die Pharmaaktie, auf Nvidia. Ich habe so ein Nvidia Krypto. Wird ja auch immer billiger, ja. Wa? Ja, ich kriege immer mehr. Ich kriege immer mehr fürs Geld, ganz genau. Nancy Pelosi hat angeblich auch verkauft, bevor sie den, ich habe bloß eine Headline gelesen, irgendwo kann ich nicht ganz verifiziert, habe mich nicht, bevor die quasi den Bann für China dann verhängt haben, das ist ja aber mal wieder wer. Ja, so. Genau, die haben ja gesagt, dass sie das nicht verkaufen dürfen und das für Nvidia ist es ja der Horror, wenn sie da 400 Millionen im Quartal alleine mit China verlieren. Dann habe ich noch einen Krypto-Basket, den ich bespare regelmäßig. Aber er kommt ja wieder. Da kommt der Merch. Diese Woche Ethereum, die Blockchain, die jetzt ja auf Proof of Stake ummodelt von Proof of Work. Da wird ja dann 99,9% Energie eingespart. Mal sehen, ob das irgendwie genauso sicher ist. Das neue Ökogeld. Ja, genau. das neue Ökogeld. Das hast du sehr schön formuliert. Also insofern, das habe ich noch als Sparplan. Dann habe ich halt noch mein MSCI World, mein MSCI. Dann habe ich noch mein FTSE All World und noch ein MSCI World Momentum. Das sind so die Sparpläne. Ich habe die laufen halt und da bin ich zufrieden mit. Da muss ich jetzt nichts. Aber ich meine, Sparpläne bei Einzelaktien finde ich schon auch wirklich in solchen Zeiten ganz, ganz spannend. Ja, wird's immer günstiger. Ein Satz noch zu meiner Lieblingsaktie Jumia, in die ich ja groß investiert bin nach wie vor. Aber ganz spannende, die haben jetzt eine Partnerschaft mit, die machen jetzt wirklich, wovon man in Europa immer nur spricht und wo Gorillas immer noch im Fahrrad die Sachen ausfahren. Die haben Drohnenlieferungen in Afrika angefangen und zwar in Ghana. Zusammen mit Zipline. Und du warst ja auch schon mal in Ruanda, ja? Gab es die damals auch schon? Die haben in Ruanda ja angefangen, auch Drohnen auszuliefern, Zipline damals. Und die haben angefangen mit Medikamenten und Impfstoffen. Ach, das ist schon so lange her. Nein, aber Ruanda war ja da ganz, ganz so ein bisschen, die haben ja sehr viel technologisch rausgemacht und sind in Ghana, Ruanda, Nigeria aktiv. Zipline auch ein Startup aus, leider nicht börsennotiert. Aber fand ich spannend, dass Afrika da so vorausgeht. Und das sind jetzt nicht so diese Copter-Drohnen mit den Propellern dran, sondern das sind eher so Flieger. Gibt es ein Video, kann man sich anschauen bei YouTube. Africa's Jumia pairs with Zipline for Drone Deliveries. Und wird so gestartet wie so ein kleines Modellflugzeug auf so einer Abschussrampe. Ja? Wird das Paket reingepackt und dann kommt es auf eine Abschussrampe und wird los und so. Und dann werfen die mit einem Fallschirm ab. Ja? Aber damit kannst du es halt schaffen, in Afrika ein ländliche Region zu erreichen, hat eine ziemliche Reichweite und irgendwie ganz witzig, irgendwie so ein bisschen einfachere Technologie, aber und du kannst es jederzeit halt per Smartphone verfolgen, wo der ist irgendwie und lokalisieren. Also das ist, wie gesagt, jetzt auch erstmal ein Probelauf, den sie da in Ghana machen, wollen sie vielleicht in Nigeria und dann auch ausrollen. Nigeria ist der Hauptmarkt und die Elfenbeinküste. Aber fand ich jetzt auch technologisch irgendwie spannende Geschichte und wie gesagt, kann man sich das Video auch mal anschauen. Wie gesagt, Disclaimer, Jumia meine größte Aktienposition. Die hast du auch behalten alles, oder? Die habe ich auch behalten, ja. Das ist gut. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Eine, die wirklich eine große Frage ist. Und zwar hat jemand, für die Mutter soll er 1,8 Millionen anlegen. Für die Mutter? Für die Mutter. Das ist, also ich lese mal die, ja. Ich lese wie mal alt ist die Mutter? Älter. Also. Ja, das ist leider nicht. Seit einiger Zeit bin ich regelmäßige Hörerin eures Podcasts, empfehle euch grundsätzlich immer weiter. Da muss ich sagen, toll, also weiterempfehlen. Ja, Christine. Also ich muss sagen, Christine, den Nachnamen sagen wir nicht, sonst wissen alle, vielleicht wohnt die im Dorf, alle so, 1,8 Millionen, die Christine, das ist ja eine. Beste Freundin, Gritzelauder, genau, ja, hallo, Mensch, Christine, wollt mich mal wieder melden, wie geht's denn so, hallo, ich dachte, ich komme mal vorbei. Die ganzen Vermögensverwalter, die da anrufen. Ja? Das stimmt. Hallo, 1,8 Millionen, 5% irgendwie Ausgabeaufschlag erstmal und dann pro Jahr 1,4% Provision. Ach Mensch, da wird man beste Freundin. Dafür lohnt sich eine Freundschaft. So, jetzt hat sie also die Christine die große Herausforderung, ca. 1,85 Millionen für meine Mutter anlegen zu dürfen, schrägstrich zu müssen. Hier bin ich etwas überfordert. Lege ich beispielsweise das Ganze eher in kleinen Tranchen, 10.000 pro Monat an. Genau. Oder doch besser in 3 bis 4 großen Tranchen von 50.000. Fokussiere ich mich rein auf den MSCI World ETF oder wird es ein Mix, beispielsweise ein Mix aus ETFs und aktiv gemanagten Fonds wie Arcadis oder Flossbach von Storch oder ein Mix aus ETFs, MSCI World, S&P 500, Emerging Markets, DAX 30. Und dann eine Grundidee für die Anlage wäre, ein Fokus auf aktiv geführte Fonds zu legen. Also sie hat jetzt eine eigene Idee noch.
Und dann sagt sie 60 bis 70 Flossbach von Storch, 20 Akatis und dann 10-20% ETFs. Wie DAX, S&P 500 und MSCI World. Über Meinungen, Tipps oder Anregungen wäre ich euch sehr dankbar. Liebe Grüße. Das ist ja eine bunte Mischung, ja. Also ja. Ich finde schon bei den ETFs, haben wir ja schon öfters besprochen, muss man ein bisschen versuchen, dass wir ein bisschen die Amerika-Lastigkeit ein bisschen rausnehmen. Was nicht sinnvoll ist, MSCI World und S&P 500. Genau. Weil im MSCI World hat man schon 70% Amerika. Und wenn ich jetzt noch ein S&P 500 dazu mache, habe ich ein Amerika-Ding. Wenn ich jetzt denke, Amerika ist das gelobte Land, bitte go ahead. Aber wenn ich denke, ich will diversifizieren, dann wäre das nicht die richtige Lösung. Gut, also beim weltweiten ETF-Portfolio, da würde ich wirklich dann eben, was wir schon öfter so empfohlen haben, ein bisschen diese Mischung, vielleicht 50-60% MSCI Welt, vielleicht ein bisschen weniger jetzt, auch aufgrund eben dieser extremen Dollarstärke, die wir haben. Ja. Und dann ein bisschen mehr Europa, 10-20%. Was haben wir bei Europa immer den gehabt. Da gibt es unterschiedliche. S&P, den also muss halt immer aufpassen, weil im MSCI World sind ja die großen europäischen aus Schweiz und aus UK relativ dick drin. Wenn ich jetzt mir einen europäischen Index hole und dann wieder nur die großen habe, das ist misslich. Und dann muss ich mir halt entweder gucken, ich sage, ich nehme nur einen für Europa aus der Eurozone, da habe ich Schweiz und Großbritannien nicht mit drin. Das kann man machen, dann hat man nur ein bisschen Überlappung mit den großen Französischen. Oder man sagt, und das würde ich ja immer machen, Europa ist stark, was Mittelstand anbetrifft, was solche Unternehmen anbetrifft, würde dann so einen mittelständischen, also so einen mittelgroßen Europa-Index angucken, wo man dann so nicht die ganz großen, weil die hat man ja sowieso im MSCI World, sondern halt so mittelgroße. So, das kann man probieren. Und das kann man 10-20%, finde ich, machen. Und dann kann man noch 30% Emerging Markets machen. Und ich würde bei so einem großen Portfolio auch wirklich Frontier Markets mit reinpacken, weil die sind ja im Prinzip da nirgends vertreten in diesen Indizes. Also da gibt es auch ETFs, kann man auch nochmal 10% mit reinpacken. Frontier Markets, das sind eben eher so, und die sind, da habe ich auch einen aktiv gemanagten Fonds drauf, so einer meiner besten in diesem Jahr, von den Fonds aus dem Fondsportfolio, weil die Länder wie Vietnam und so weiter gerade profitieren auch von dem Decoupling von China, dass viele nach Vietnam ausweichen und Philippinen aber auch gut läuft und viele andere. Erstaunlicherweise zum Beispiel auch trotz dieser Dollarstärke, wo man gesagt hat, ja, da leiden dann gerade auch so kleine Emerging Markets, aber halten sich tapfer in diesen Zeiten und teilweise eben auch, weil sie auch, das sind ja auch Sachen drin wie Emirate, glaube ich, die auch natürlich dann vom Energieboom teilweise profitieren. Genau, dann sollte man vielleicht auch noch eine sichere Komponente reinbringen. Also man muss erstmal sich fragen, wenn wir uns für die Mutter machen. Also wir machen hier keine Anlageberatung, auch wenn es jetzt so klingt. Ne? Also es sind wirklich nur Ideen. Ideen. Also das es geht ist auch wirklich, nur um Ideen. Gerade bei diesen Summen. Also bitte nicht, dass erstmal muss ich ja fragen, braucht die Mutter das Geld irgendwie, diese 1,8? Braucht sie auch regelmäßig Zuflüsse? So ja. ist es. Wenn man das sind wirklich komplizierte Punkt Fragen. Wenn es jetzt nur einfach darum geht, die 1,85 Millionen hat die Mutter übrig und sie hat sonst genug Geld und kann das Geld sonst machen und die 1,85 Millionen geht nur darum, dass man die langfristig anlegt, im Zweifelsfall dann auch vererben kann, dann kann man das jetzt so anlegen, wie wir jetzt ein paar Ideen geschildert haben. Sonst muss man natürlich viel stärker sichere Komponenten mit reinnehmen, muss vielleicht irgendwie dividendenstarke Titel, damit es eine regelmäßige Ausschüttung gibt. Das Schöne ist, bei 1,8 Millionen kann man es richtig breit anlegen. Da kann man auch ein ETF auf Rohstoffe nach reinmachen. Da kann man ein ETF auf Immobilien reinmachen. Da kann man ein ETF auf Private Equity reinmachen. Also man hat halt wirklich die Möglichkeiten, auch mal sich so anzugucken, wie investieren Staatsfonds. Die investieren relativ viel Geld in Private Equity. Da kann man als Privater nicht wirklich rein. Aber wenn man 1,8 Millionen hat, gibt es sogar schon Anbieter, die auch die Möglichkeit bieten, dass man bei Private Equity mit dabei sein kann und vielleicht auch da mal ein Ticket machen kann. Das sind Investments, die relativ lange angelegt werden, ungefähr 10 Jahre. Aber dafür auch stetig halt relativ sichere Renditen machen und da wird nicht jeden Tag ein Preis drauf geklebt. Man sieht nicht immer, wie es schwankt und man muss nicht immer bangen, sondern man gibt es einem Anbieter und der legt es dann an. Also auch das kann man bei so einer großen Summe auch schon mal überlegen. Also insofern, das Schöne ist, wenn man viel hat, hat man auch mehr Spielraum, das zu machen, aber hat eben auch die Qual der Wahl und muss sich halt genau auch angucken, was. Ja, und man muss halt dann darauf achten, dass man nicht so diese Klumpen, wenn man meint, man streut jetzt unheimlich auf viele Produkte und dann nicht doch eben diese großen Klumpenrisiken hat, weil man jetzt hier viel Amerika
Amerika drin hat und im Aktivgemanagten hat man auch nochmal viel Amerika, sondern dass man da so wirklich auf die Diversifizierung achtet. Und dann ist eben, was man außerhalb des Aktienbereichs noch machen will und wie seine Risikoneigung ist. Und dann, ich würde da auch wirklich Gold mit reinpacken, also Xetra Gold oder sowas. Ja, kleine Goldanteil, ja, klar. Und auch irgendwie Immobiliensachen. Irgendwie, Infrastruktur, Immobilien. Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann. Und ich meine, ein bisschen Dividendenaristokraten oder sowas als extra ETF gibt es ja auch alles feine Sachen bei den Aktiven. Und ich finde auch die Idee gut, dass man sagt, ich mache ein irgendwie sowas von der Mischung Hälfte-Hälfte in passive ETFs, die spesengünstiger sind, aber durchaus auch aktive Fonds. Und da kann man auch eben viele verschiedene Strategien ja dann ausprobieren. Da gibt es ja dann auch eben die etwas, die Mischfondsartigeren, die auch sehr auf Werterhalt achten, eben Flossbach und Storch mit ihren, ich glaube, Multiple Opportunities heißen die oder sowas. Ne? Da kann man auch den Arero nehmen. Der Arero ist ein sehr guter, ja. Vom Professor Wieber aus Mannheim. Das ist sogar fast, Arero ist jetzt sogar fast eine Einlösung, ein One-Product-Lösung. Das ist ein One-Product-Lösung. Weil der ja wirklich diese Mischung hat, irgendwie sogar Rohstoffe mit drin hat. Man hat Anleihen und man hat Aktien. Anleihen und man hat Aktien, ja. Und also das ist so, im Prinzip kann man sich auch diese Mischung anschauen. Und ich finde durchaus, ich bin ja auch immer großer, habe ich ja auch selber in einen Fonds von dem Herrn Leber, ja, und Akatis. Ich habe den Datini. Der Datini ist ein sehr spezieller Mischfonds, sehr, sehr speziell, muss man sagen. Ich glaube gar nicht, weil der kann ja alles machen. Hat halt wirklich. Aber das ist auch eine gute Beimischung. Das ist eine kleine Beimischung, ja. Das ist was Freakiges. Ja. Für freakige Freunde kann man auch mal sowas beimischen. Der ist jetzt auch nicht so toll gelaufen. Der Aktien global, ist ein bisschen größer, aber der ist auch, aber muss man ein bisschen, und dann auch sehr MSCI technologielastig. World, dann hast du halt das Problem, was hat da hast du auch wieder sehr viel Technologie. Ja, genau. Das ist eben, muss man sich angucken. Ne? Das ist, und wir hatten ja auch schon mal Klaus Kaldermorgen hier, finde ich nach wie vor auch einen, der wirklich auch damals viel Richtiges gesagt hat, was kommen wird, nämlich die Inflation, die anziehen wird. Er hatte Inflationswetten drin, aber er hatte Gold drin, guck mal, was mit Gold passiert ist. Ja gut, aber Gold wird auch kommen. Also Goldniveau ist jetzt Gold, ja, ich gucke jetzt hier mal live rein. Also das dürfte jetzt gefallen sein nach den Zahlen, 17,09. Wenn ich jemandem erzähle, Amerika über 8% Inflation, wenn ich jemandem erzähle, wir haben Krieg in Europa, wir haben Rohstoffe, die explodieren und dann 17,10 Gold. Ja, stimmt, du warst ja immer der große Goldbulle früher. Ja, ich bin ja auch frustriert. Also, ich bin ja auch frustriert, dass da nichts passiert. Also es ist wirklich frustrierend, und dass Gold sich eher, wenn Inflationszahlen hochgehen, geht Gold eher runter, weil die dann halt wissen, dann muss die Fed doch wieder stärker die Zinsen erhöhen. Jetzt ist auch der nächste Zins schon in Amerika, 75 Basispunkte eingepreist. Und dann geht Gold wieder runter, nur wegen dieses Dings. Aber eigentlich müsste es ja hochgehen, weil es ja ein Inflationsschutz ist. Also, auch da muss man immer um die Ecke denken oder zwei Schritte voraus, und das ist schwierig. So. Ja, aber der nächste Jumbo-Zinsschritt ist jetzt eben auch schon wieder eingepreist. Dann haben wir ja da schon eigentlich auch wieder, da rappelt es wieder noch mal ein bisschen, ein paar Tage vorher, nachher, und dann ist es vielleicht irgendwann mal ausgerappelt, ja. Und ich meine, wir sehen jetzt wieder ein bisschen, bisschen Unruhe. Und aber eins muss man sagen, Peak-Inflation ist trotzdem hinter uns erstmal in Amerika. Nee. Ja. Bei der Kerninflationsrate hast du jetzt wieder einen fetten Anstieg von 5,9 auf 6,3. Ja, aber und du musst ja sagen, die Kerninflation. Nein, aber wir sprechen bei der Headline, klar. Ich meine, aber die Gesamtinflationsrate. Und da geht es ja, das ist ja die getrieben wird von den Energiepreisen, ja. Natürlich gucken die Notenbanker auch auf die andere, aber trotzdem, wenn wir jetzt von Peak Inflation sprechen, sprechen wir schon von der Gesamtinflationsrate. Ja. So. Und jetzt haben wir hier live noch erlebt, wie der Euro eben war, noch bei 1,01, ist er noch bei 1,00. Also auch das sieht man sehr schnell, was passieren kann. Deswegen wäre jetzt, man soll nicht so oft auf sein Depot, also die Entwicklung, die wir hier innerhalb von einer halben Stunde selbst mitgemacht haben, das sieht man, das macht Leute nervös. Und also wenn mit nicht den 1,8 Millionen sollte man auf jeden Fall nicht ständig rumzocken, weil so sonst ist man und nicht jeden Tag sich das angucken, und man muss halt vorher das klären. Und natürlich kann man auch bei wenn man keine selbstgenutzte Immobilie hat, auch darüber nachdenken, das zu tun. Aber als Vermietobjekt würde ich das nicht empfehlen, weil das ist wirklich, das hat man nur Ärger, nur Arbeit und eine schlechte Rendite und immer noch hohe Preise. Also das. Es gibt, aber wenn Mutti sich eine neue Wohnung kaufen will, altersgerecht, was auch immer, dann ist das sicherlich, und man spart dadurch Miete oder was auch immer, aber möglicherweise hat es ja schon eine so wie es hier geschildert wird. Hat Mama schon eine Immobilie, und jetzt geht es einfach nur darum, bei Christine die Kohle anzulegen. Gut. Jetzt haben wir viele Ideen gehabt. Viele Ideen, Christine, und, aber wie gesagt, alles auf eigenes Risiko und alles auf eigenes. Wir haben nur ein paar Ideen geliefert, was man machen könnte, was wir uns vorstellen könnten und wie man es machen könnte. Und am Ende. Ich würde es nicht zu einem Vermögensverwalter tragen, weil der nimmt nur fette Provisionen und macht am Ende
dann auch die gleiche Mischung. Ja. Mhm. Macht dann auch den Arero-Mischfonds. Und dann gibt es noch eine ganz kurze Frage, bevor wir zu Bullen und Bären kommen, was wir dann gleich machen müssen. Das gab ja, letzte Woche hatten wir diese gehebelte Idee, dass wir zwei- oder dreifach gehebelte ETFs hatten. Und nun meinte ein Hörer, ja, was, okay, ich habe verstanden, das fandet ihr nicht so gut. Aber wie wäre es, wenn man sich einen Wertpapierkredit holt und 30% des Depotwerts sich einfach von der Bank als Kredit holt und damit dann gehebelt ist und nicht so wie ein dreifach gehebelt ist, sondern 30% gehebelt ist. Und dann hätte man einen sanften Hebel, wie er so schön schreibt. Und das wäre doch wunderschön. Aber der sanfte Hebel, und das kann ich ja, habe ich ja schon öfters, die Älteren werden sich erinnern, ja, aus eigener Erfahrung erzählen gezählt, vom wie sanften ich so Hebel. In meinen neuen Marktzeiten mit dem gehebelten Depot unterwegs war. Damals konnte man teilweise für noch zu 50% könnte man ein ganzes Depot gibt. Das sind nicht mehr ganz so sanft. Das ist schon etwas heftiger. Beleihen und natürlich, Defner nutzt das selber bis zum Aus, ja. Mhm. Und es lief ja auch alles ganz doll, solange es hochging. Aber das Problem ist halt, wenn es runtergeht, dann kriegst du halt den Margin Call. Und dann, und das ist das Problem an diesem Hebel, dass du halt gezwungen wirst, in Crash-Situationen oder in Korrekturphasen entweder nachzuschießen, aber in der Regel hast du ja kein Geld, um nachzuschießen, weil sonst bräuchst du ja auch keinen Kredit nehmen. Ganz einfach. So. Und wenn du nachschießen musst und du kannst es nicht, dann wirst du halt zu Zwangsliquidation, zu Zwangsverkäufen, wenn der Margin Call kommt, gezwungen. Und dann musst du halt in solchen absoluten Crashphasen, wo du als normaler Anleger nie verkaufen wollen würdest, musst du dann verkaufen. Und das ist halt wirklich, wirklich schlecht für eine Buy-and-Hold-Situation, wenn du da nur Momentum-Spieler bist und immer nur auf Trends mit harten Stoppkursen setzt und so weiter, dann kann man das machen. Aber ich würde, also gerade vor allem gehebelten Depot würde ich mag es nicht mehr. Ja? Also es ist, hey, du machst das CFDs noch? Das ist ja, CFDs mache ich. Das ist ja was anderes. Aber ich habe jetzt mein eigentliches Aktiendepot also, ist jetzt, nicht beliehen. Ja. Weil ich da packe ich dann die Sachen auch, die wo ich sage, okay, das sind jetzt wirklich die Wetten, wo es auch nochmal weiter runtergehen kann und die auch diese kleineren Sachen, die noch volatiler sind und die vielleicht irgendwann mal kommen, aber wo man nicht absehen kann, keine Ahnung, wie gesagt, so eine Jumia zu beleihen, ja, also bei $70 war, ja, und jetzt ist sie bei 7. Ja, Herr und, Deppler, wir haben da den Margin Call. Guten Tag, Sie müssen nachschießen. Da wirst du halt immer, dann verkaufst du in die fallenden Kurse rein, ja, und das ist mir so passiert mit den eigentlich guten Sachen und ja, und das am Ende wirst du komplett, wirst du halt zu Tiefskursen quasi ausgestoppt, ja. Und das passiert dabei bei CFDs, ist natürlich die gleiche Funktionalität. Mhm. Ist klar. Und deswegen sollte man ja auch bloß mit kleinen Teilen dann seine Anlagesumme und seines Vermögens dann in solche. Aber da geht man bewusst mit einem kleinen Teil ins Risiko und der andere Teil ist dann aber sturmsicher da verpackt. Und dann würde ich auch lieber dann eben mit dem spekulativeren Teil bei Short-ETFs kann dir das halt nicht passieren. Die fallen dann einfach nur im Wert, aber du wirst nicht gezwungen, ist eben auch nicht wie ein Knockout-Zertifikat oder andere Sachen, die dann ausgenockt werden oder ein Optionsschein, der quasi Beträge, die du hast, aber immerhin, du wirst aber nicht ganz ausgestoppt, das stimmt. Genau. Naja, aber der kann ja auch wieder steigen, der kann ja auch wieder, wenn der Markt wieder in die Richtung geht, auch wieder in die Richtung steigen. Das ist jetzt nicht so, der hat keinen Zeitwertverlust wie ein Optionsschein. Aber du hast eine Fahrtabhängigkeit drin, wenn du einmal bei wenigen Cent bist, kann das Ding wieder verdreifachen, dann musst du ja vertausendfachen oder sonst was. Nein, nicht vertausendfachen, aber nicht mit Hebel 3. Wenn du Hebel 3 hast und bist 30% gefallen, bist du so weit unten, dass du wirklich, dass du dann hast du 90%, also 30% gefallen, ist dann ungefähr 90 runter. 90%, ja, aber dann musst du nicht vertausendfachen, sondern verzehnfachen. Ja. So, 1000%. Und wenn es noch weiter runtergeht, wenn du 35%. Ja, du hast 1000%. Ja, 1000%. Du hast aber vertausendfachen gesagt. Das kann auch sein, dass es noch weiter runtergeht, dann muss es sich vertausendfachen. Also es ist halt wirklich. Ja, aber wenn du jetzt einen DAX-ETF, einen Dreierhebel auf einen DAX und dass der DAX jetzt nochmal 30%. Wie gesagt, mit kleinen Teilen, diese gehebelten Produkte sind immer. Der Hebel funktioniert nach unten, nach oben. Aber ich würde wenigstens solche nehmen, wo man nicht ausgenockt wird oder zumindest nicht für das gesamte Depot ausgenockt wird. Ja. Wenn man, sich irgendwo anders, man kann sich ja noch einen Verbraucherkredit holen, wenn man seine Kreditlinie noch nicht ausgeschöpft hat. Die gibt es ja teilweise auch ganz günstig. Aber die muss man ja zurückzahlen. Die musst du zurückzahlen, die kannst du ja dann abstottern. Aber du wirst dann wenigstens nicht ausgestoppt. Ja. Das stimmt, aber da ruft zumindest keine Bank an aber und ich sagt... Aber wir wollen, das ist wirklich alles
höchst spekulativ und dann heißt es wieder, ja, wir rufen hier zum auf Kredit nicht. Auf, das wollen wir auf keinen Fall. So, sondern es ist nur, weil die Frage kam, so, aber sanfte deswegen, Hebel ist nie sanft. Gesagt, ein Hebel ist nur sanft, wenn es hochgeht. Aber brutal ist wirklich, ja. Wenn du mit guten Werten ausgestopft wirst und die dann halt was an schwachen Tagen dann da verkaufen musst. Ich meine, der Margin Call kommt auch nicht sofort am nächsten Tag teilweise, aber er kommt und dann musst du irgendwie verkaufen und dann einen Monat später dreht der Markt nach oben und du bist mit dem großen Teil des Depots nicht mehr dabei. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, da dann lieber diesen, einfach. Es gibt diesen schönen Charlie Munger-Spruch: There are only three ways a smart person can go broke: Liquor, also Alkohol, Ladies and Leverage. Und Leverage-Hebel, da hat man's. Und auch Warren Buffett hat gesagt, dass nur die doofen Leute brauchen Hebel, die Klugen haben kluge Investments und die brauchen keinen Hebel dafür. Also auch da sieht man, dass selbst Warren Buffett von Hebel nicht allzu viel hält. If you're smart, you don't need it. And if you're dumb, you shouldn't be using it. Also, da hat man's. Sehr klug. Okay. Ja. Sehr klug, genau. Ja. Warren Buffett. So, jetzt klingt haben wir das jetzt gegen mich oder was? Oder? Nein. Wie gesagt, ich mag es auch nur mit kleinen Teilen meines Vermögens. Und das ist so ein bisschen das Spielgeld. Wenn man es im Spielgeld hat und das Spielgeld noch ein bisschen spieliger werden soll, dann kann man es ja machen, aber nie im Hauptdepot. So, was ich halt dann immer mache, ist schon manchmal wieder, wenn ich den Eindruck habe, es ist jetzt sehr günstige Preise, dass ich da wieder ein bisschen was reinpacke. Aber da muss man genauso schnell wieder, wenn sie Märkte anziehen, auch wieder quasi Gewinne mitnehmen, ja, aus dem gehebelnden Depot. Ne? Nicht das zu groß werden lassen, sondern da muss man wirklich immer wieder abziehen und dann ist dann wieder anders auf der, so quasi auf die sichere Seite, ja, ins Hamsterheim bringen, ja, die Speisekammer, ja, oder ins normale Depot schaffen und da so solide Aktien verkaufen, zum Beispiel. Gut, so, dann kommen wir jetzt schnell zu Bullen und Bären, oder? Damit wir hier mal, ich mach's auch relativ schnell. Mein Bulle ist Heizöl, jetzt fragen alle, Heizöl? Warum macht er hier Heizöl? Naja, der Kollege Fabricius hat sich mal angeschaut, was so Brennwert, also Preis für unterschiedliche Brennstoffe ist. Und hat dann festgestellt, der billigste Brennstoff ist Heizöl gerade. Und wenn man einfach mal sich überlegt, man braucht 25 Kilo Briketts beispielsweise für eine Einheit, dann kosten die Braunkohlbriketts 48,95 Euro. Und das Heizöl für den gleichen Brennwert braucht man 10 Liter. Und das wären dann 20,80 Euro. Das ist das Billigste. Dann als zweitbilligster ist die Holzpellets, obwohl die schon teurer geworden sind, kosten 22,40 Euro. Dann kommen die Holzbriketts für 24,27 Euro. Dann kommen die Braunkohlebriketts, die sind wahnsinnig teuer geworden, weil da ist auch gerade Lieferengpass. Und wenn man mal zum Obi oder zu irgendwelchen anderen Baumärkten geht, kriegt man da fast nichts mehr. Das kostet, wie gesagt, 48,95 Euro. Und das Erdgas kostet mit den jetzigen Preisen 56,70 Euro. Also man sieht, wenn man noch einen alten Heizölkessel hat, ist man jetzt in der glücklichen Situation. Aber in der Vergangenheit haben ja viele die alten Heizölkessel rausgeworfen, haben sich dann die günstigeren Gasteile eingebaut und jetzt stellt man schon wieder fest, wieder das Falsche. Und das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme. Das muss man sagen. In einer absoluten Ausnahmesituation und man kann einfach sowieso nichts dran ändern. Kannst du noch einen Holzofen dazu kaufen, aber ob die Investition dann in einem Winter reingeholt wird, weil du ein bisschen was sparst, würde ich bezweifeln. Also von daher. Ich finde es trotzdem mal interessant zu wissen, was das wird. Genau, das ist nice to know und ich würde jetzt auch nicht mal daran meine neue Heizung ausrichten. Aber wir hatten ja auch bei Alles auf Aktien am Wochenende so einen Energieexperten oder Stromexperten, der meint auch, Gas wird, glaube ich, nie wieder ein konkurrenzfähiges Produkt. Gut, wenn natürlich der Krieg irgendwann vielleicht vorbei ist und wir wieder billiges Russengas bekämen, dann könnte es wieder zurückkommen. Aber ansonsten wird Gas immer teuer bleiben. Und der hat mir geraten, meine alte Gasding rauszureißen und eine Wärmepumpe einzubauen. Wobei, Wärmepumpe ist natürlich die. Ja, aber kriegst du eine? Ja, natürlich nicht so schnell. Der kriegst du jetzt halt nicht. Ja, und liebe Aktienidee, ne? Vor einiger Zeit, die ist auch ganz gut gelaufen. Habe ich auch noch im Depot übrigens. Ne? Du musst 12.000 erstmal investieren. Ja, klar. Ja. Mehr teilweise, ne? Also, naja, aber
Aber langfristig wird das auf jeden Fall die Lösung sein, weil ich meine, fossile Energien werden sowieso auch immer teurer werden mit CO2-Besteuerung und so weiter. Das muss man in diesen Aber Trends du musst dann auch grünen Strom dafür nehmen. Wenn du nämlich deine Natürlich. Wenn du deine Wärmepumpe mit braunem Strom oder ja, weiß klar. ich nicht, das ist betreibst, dann ist es auch nicht mehr so CO2-freudig. Also alles schwierig und natürlich brauchen wir grünen Strom und deswegen, aber das ist einfach ja auch ein Teil dieser Chance in dieser Krise, dass wir jetzt auch nochmal die Energiewende und die Wende hin zu erneuerbaren Energien noch viel konsequenter anpacken und umsetzen, als dies eigentlich schon der Fall war. Und das wird kommen, das wird geschehen. Also gerade Solarausbau und so weiter, wie gesagt, es tut sich viel und der BWF hat jetzt gefordert, dass es noch mehr getan werden soll. Die sagen, bundesweit einheitliche Solarpflicht sollte ab 2024 auf Dächern sämtlicher Neubauten gelten, ab 2026 Bestand von öffentlichen, gewerblichen Gebäuden. Also gerade bei öffentlichen, ich verstehe es nicht, warum da nicht auf jedem Ding eine Solarzelle drauf ist. Ich verstehe es nicht. Das müsste noch schneller gehen, finde ich, meiner Meinung nach. Also gerade. Ich würde denken, so viel kannst du auch nicht liefern. Ich weiß nicht. Naja, gut, das ist das Problem. Ja, gut, aber du musst natürlich klar die Zeit lassen, dass es geliefert wird und die Installateure da sind und so weiter, aber es ist irgendwie da noch viel, viel Potenzial da, unheimlich viel Potenzial und wie gesagt, letzte Woche hier auch gibt es ja auch dann Schicke, ja, von Meyer Burger wenigstens, wenn die ihre Solarziegel liefern, habe ich mir auch ein paar Stücke jetzt geholt, die ich letzte Woche vorgestellt habe, die sind ein bisschen düder zurückgekommen. Ein paar Solarziegel oder Meyer Burger Aktien? Meyer. So, und SMA Solar läuft ja auch gut. Das wird jetzt der große Wasserstoffplay. Die machen da auch, ja, Wasserstoffplay, aber die sind da auch, brauchen da. Die haben ganz viele Wasserstoffaufträge angeblich. Ja, klar, weil du brauchst ja auch die Wechselrichter, um dann irgendwie den Gleichstrom zum Wechselstrom zu machen oder andersrum. Also insofern ist das. Ja, aber da gibt es überall viele Chancen, ja, und viele Investitionschancen. Und ich glaube, das ist wirklich die Disruption dieser Krise, ist, was Corona für die Digitalisierung war. Da ging es da zwar mit den Aktienkursen auch wieder runter, aber trotzdem ist ein Trend da trotzdem nochmal wieder entstanden und nochmal viel mehr Leute sind dazugekommen, die letztendlich auch bleiben werden. Und jetzt ist, glaube ich, auch wirklich in den Köpfen angekommen, dass wir einfach erneuerbare Energien als Freiheitsenergien ganz besonders brauchen. Tja, nur da sprichst du von den privilegierten Leuten, die sich einfach Freiheitsenergien selbst aufs Dach bauen können oder selbst hinbauen können. Und die meisten Leute können da leider nur sagen, ich bin da nicht dabei. Aber andere können die profitieren ja dann. Nein, es profitiert ja dann, wenn das Angebot steigt, dann werden ja die Energiepreise dramatisch wieder fallen. Also das ist jetzt einfach. Nicht du profitierst, es dauert erstmal. Ja, aber es kommt. Wie gesagt, Null Grenzkostengesellschaft von Jeremy Rifkin. Sehr interessantes Buch, wie dann wirklich langfristig die, wie gesagt, Sonne, Wind for free, ja. Und dann werden einfach die Sonne schickt keine Rechnung. Ich erinnere Energien mich aber. Einfach runtergehen, wenn die Anlagen abgeschrieben sind. Ja, aber leider sind wir jetzt gerade. Didn't happen, würde er jetzt dir sagen, weil das Buch ist auch schon ewig alt und das ist. Ja, aber manche Vision braucht ein bisschen länger, aber es wird kommen und wir hätten einfach vieles konsequenter ausbauen müssen. Dann würden wir noch stärker davon profitieren. Jetzt müssen wir halt wieder mal auf die harte Schule es lernen, ja. Und damals waren natürlich auch die Kosten für Solarmodule noch nicht so günstig und so weiter, dass es so rentabel war. Aber jetzt ist es so und es wird immer günstiger und deswegen wird es passieren, dass Energiepreise auch wieder dramatisch fallen. Und diese Krise wird auch vorbei sein. Und ich meine, das hat jetzt der IFO-Chef auch bei mir im Interview gesagt, ja. Diese ganzen Weltuntergangsszenarien und Pleitewellen und was man jetzt wieder alles so hört. Er hat mir dann auch gesagt, gestern der Professor Wollmershäuser, das ist nicht die größte Krise, durch die Deutschland geht. Das ist eine Rezession und wir haben auch schon andere Krisen überstanden. Mhm. Ob das eine Pleitewelle gibt, das wird er nochmal bezweifeln. Wir haben schon andere Krisen überstanden, viel, viel größere. Die Corona-Rezession war viel tiefer und natürlich hat der Staat massiv dann interveniert. Und der Staat hat das zur Wohlfühlkrise gemacht. Ja, aber der Staat wird auch jetzt wieder viele das auffangen. Das ist eine andere Geschichte. Da kommt natürlich der Schuldensühner und sagt, ich würde sagen, ich habe das schon das letzte Mal gesagt, dass mir der soziale Frieden so viel wert ist, dass ich hierfür auch. Würdest ich hätte du sofort, die Schuldengrenze sofort ich verstehe. Auffangen? Ja, natürlich, das ist wirklich mal ein Grund, um auch die Schuldenbremse nicht einzuhalten. Ja, alle anderen Sachen waren, es gab viele Sachen, wo man jeden Tag,
das ist nicht jedes Jahr, wo du irgendwie sagst, jojo, ist eine Krise. Das ist wirklich eine Krise, wo man ganz schnell was machen muss und nicht erst irgendwie 5 Monate rumhampeln und sonst wie, aber da kommen wir gleich zur Habeck-Diskussion. Ja. Das ist viel zu spät, weil das Vertrauen... Kommen wir gleich zu, ja, hüpst darauf, bevor du wieder ein Feuer verschießt. Gut, jetzt musst du mal Mein Bär geht an die Silberbären, ja, die haben nämlich gestern was auf die Mütze bekommen und da gibt es ja auch sehr viele Short-Spekulanten, die da unterwegs sind. Ja, und das Silberbär... Muss vielleicht sagen, das sind die Leute, die gegen Silber spekulieren. Also genau, die Short-Spekulanten auf Silber. Ja, aber der größte aller Zeiten. Ja, und jetzt kommt der Shorts-Quiz. Gestern hat er begonnen, ja? Ja, genau, 5% hoch. 5% ging es hoch, aus heiterem Himmel plötzlich mal so. Und dann ist die Silberunze bis auf 19,80 Dollar gestiegen zeitweise. Schon bei 30, da muss aber noch ein bisschen squeezen, ich bevor da richtig schon bei 50. Rauskommt. Ja, klar. Ja, aber nein, jetzt lass mich erstmal erzählen, bevor der wieder Schlaumeier ist. So, und wie gesagt, das war auf jeden Fall mal ein kurzfristiger Short-Squeeze, wo sich Short-Seller, dann hieß es an den Märkten, auch eindecken mussten. Und erinnert so ein bisschen an den 2021er Anfang des in der großen Reddit-Welle mit GameStop und Co. gab es ja dann auch mal ein Silber-Squeeze, wo die Reddit-Community sich auf Silber gestürzt hat. Waren das nicht die Silberaffen? Jetzt lass mich halt einfach mal erzählen. So, waren die Silberaffen? Ja, so. Und und damals hat die Reddit-Community hat aber allerdings nicht lange gehalten, aber sie hielten eben den Silbermarkt für den größten Short aller Zeiten und entsprechend gab es dann wieder ganz wahnsinnige Kursziele von, dass man 1000 Dollar und so weiter erreichen könnte und so weiter. Aber der Silbermarkt ist in der Tat nicht so besonders groß, ist durchaus anfällig für solche auch spekulative Bewegungen. Aber meine Idee ist gar nicht, dass jetzt irgendwie, ob das jetzt ein Short-Squeeze wird oder sich irgendeine Reddit-Community da draufstürzt oder nicht, sondern meine Idee ist nach wie vor, und ich habe es ja auch schon öfters vorgetragen, und ich finde, dass jetzt halt einfach Silber so günstig geworden ist, dass es wirklich, wirklich einen anschreit. Und wenn es hier jetzt eine Trendwende gibt, es wurde jetzt so ein paar charttechnische Widerstände schon mal ein bisschen getoucht bei 1953 oder sowas, wo angeblich die Widerstände, ich bin nicht der große Charttechniker, will ich gar nicht für mich, aber ich finde einfach fundamental muss Silber einfach quasi in den nächsten Jahren steigen, weil es einfach gerade für die eben angesprochene Energiewende so massiv gebraucht wird in vielen, vielen Anwendungen, zum Beispiel eben in der Solarindustrie, weil nichts reflektiert das Licht so gut wie Silber und nichts leitet die Elektrizität so gut wie Silber. Also es wird bei Solarzellen gebraucht, es wird aber auch in der E-Mobilität gebraucht, bei der ganzen Elektrifizierung und so weiter und so fort. All den Dingen, die jetzt im Gange sind, ist Silber einer der wichtigen Rohstoffe, die gebraucht werden. Und es gibt zum Beispiel einen David Morgan vom Morgan Report, der glaubt, dass, keine Ahnung, was, kennst du den? Nein. Naja, ich kenne den auch nicht. Naja, keine Ahnung, habe ich jetzt beim Aktionär gelesen. Er hat 10.000 Unzen im Keller und schreibt jetzt, das muss steigen. Diese Silber-Community ist schon sehr lustig. Nein, natürlich gibt es überall Interessen, aber plausible, nachvollziehbare Argumente, dass die Silbervorräte dann irgendwann von der industriellen Nachfrage auch wirklich quasi aufgesaugt werden. Und das würde natürlich massiv die Preise steigen lassen. Und dann muss man wissen, dass Silber ja auch oft nur so als Beifang quasi gefördert wird, als Beifang bei anderen Metallen. Wenn jetzt zum Beispiel in der Rezession gehen, viele andere Industriemetalle dann gar nicht mehr so aktiv gefördert werden oder weil der Ölpreis und die Energiekosten auch so stark steigen für insgesamt Metallförderung, Minenförderung, ja, dann muss auch dadurch der Silberpreis im Prinzip steigen, weil, wie gesagt, die Förderkosten auch steigen. All das müssten Treiber für Silber sein und das Silber auf diesen, teilweise waren sie ja bei unter 18 Dollar notiert, wirklich sehr langjährige, ich weiß jetzt nicht wie vieljährige, aber also Tiefstände und ich kann jetzt nicht sagen, ob sie in der Corona waren, sie glaube ich tiefer. Ich habe jetzt hier einen langfristigen Chart. Ich kann es mal nachschauen, bevor ich hier was Dummes erzähle. Aber auf jeden Fall doch ein tiefer, günstiger Stand. Es gab viel, in der Corona-Krise war das Silber bis auf 12. Ja, war es alles. Na, gut, ja. Da hat es ja in dem Corona-Crash wurde ja alles extrem ausverkauft. Also da war es tiefer, aber in den letzten 1,5 Jahren
so ungefähr. Ist gefallen, es hat wirklich nur gefallen. Was interessant ist beim Silber, dass es parallel zum Kupfer läuft. Also sieht man, dass es wirklich anscheinend ein Metall ist. Also ich habe es mal mit Kupfer gerade hier indexiert und es läuft auf Einjahressicht, auf Halbjahressicht, auf Fünfjahressicht, genau wie Kupfer. Ja. Also und es gilt halt als Industriemetall und deswegen wird es dann immer so gepreist. Aber man muss halt sehen, das ist halt ein Industriemetall in einer Branche, die halt wirklich auch in einer Rezession sicherlich eine Nachfrage, die Nachfrage nach Solarmodulen, die wird auch durch eine Rezession hinter weiter stark bleiben, bin ich absolut von überzeugt. Und selbst wenn Kupfer und vieles andere dann ein bisschen zurückgeht, und Kupfer wird natürlich auch gebraucht für Elektroleitungen und so weiter, das ist ja eine ähnliche Story. Aber wäre jetzt beispielsweise der Vorteil von Silber gegenüber Kupfer? Also wenn du kommst zu mir und sagst, ey, mach mal lieber Silber oder lieber Kupfer. Gibt's da was? Mit Kupfer habe ich mich nicht so beschäftigt, aber ich glaube einfach, dass Silber rein rassig eben die Wette ist auch auf erneuerbare Energien und dass es einfach so extrem billig ist momentan, dass es noch dazu als Edelmetall ja auch als immer wieder als Inflationsschutz galt. Ja. Und gut, wir sehen jetzt heute auch wieder die Reaktion beim Silberpreis nach den Inflationsdaten. Es geht runter, genauso wie Gold. So und auch im Vergleich zum Goldpreis gibt es ja auch immer die Vergleiche, da dürfte es ja auch sehr historisch niedrig sein, das Ratio von Gold, Silber und das sind eigentlich alles Sachen, die wie gesagt, dann gibt es noch die Squeeze-Fantasie möglicherweise, der Shorts aus dem Markt gedrängt werden, könnte auch kurzfristige Spekulation sein, ein Tag wie 5% nach oben geht, solche Tage können öfter passieren. Also möglicherweise ist das mal eine Wette wert. Das kann man natürlich dann über ETFs machen, das kann man auch mal vielleicht über ein Hebelprodukt machen, wenn man da mit einem kleinen Kapital reingeht. Wenn man jetzt Silber physisch kauft, dann muss man ja meistens Mehrwertsteuer drauf zahlen. Das ist dann so ein bisschen nur für den ganz langfristigen Anleger. Ich habe mal die Gold-Silber-Ratio hier angeguckt, die ist bei 87 mittlerweile wieder. Und wenn man im langfristigen Schnitt guckt, war sie bei 60. Also Gold war 60 mal teurer als Silber und jetzt ist Gold 87 mal teurer. Das ist schon nicht am oberen Ende. Es gab auch mal über 100, mal eine kurze Zeit. Und zwar in der Corona-Krise. Da war Gold ja gefragt, weil alle Leute sagten Gold. Und aber jetzt ist 87. Gut. Gut. Also Silber, mein Bär. Also die Silberbären sind mein Bär. Also das ist wieder ein umgekehrter Bulle. Du bist Optimist für Silber. Ich bin für Silber optimistisch und für die Bären pessimistisch. Okay. Ja, ich mache meinen Bären ganz schnell. Das ist relativ einfach. Es geht ja darum, immer die Frage, wie ist unsere China-Politik? Und da kommt ja irgendwann jetzt demnächst auch die Außenministerin, die von dir so gelobte, und wird eine China-Strategie für Deutschland ausgeben. Und eigentlich hat man ja das Gefühl, wir wollen uns mehr von China lossagen. Und die Amerikaner sagen das ja auch. Jetzt sollen da irgendwie Chips nicht mehr hingeliefert werden dürfen und so weiter. Und da habe ich mal geguckt, da gab es jetzt die letzten Handelszahlen. Was ist denn da überhaupt los? Ist denn die China-Strategie, so wie wir sie jetzt formulieren, ist da überhaupt eine reale Daten dahinter? Und ich musste leider feststellen, ist überhaupt nichts dahinter. Wir haben nämlich im Geschäft mit China haben wir jetzt einen neuen Rekord erreicht. Und zwar die Importe aus China, wenn man es mal auf 12-Monats-Sicht nimmt, also wenn du immer die letzten 12 Monate, also rollierend machst, haben wir 176 Milliarden haben wir Importe aus China. Das ist ein neuer Rekord, so hoch war es noch nie. Und die Exporte nach China waren 106 Milliarden. Das ist auch ein Rekord. Das ist nicht so doll gestiegen. Die Importe sind viel stärker gestiegen. Also wenn jemand jetzt die Idee hat und sagt, ey, wir machen doch Friendshoring und wir holen alles heim und das ist so. Und die Globalisierung wird ein neues Gesicht machen, nur noch mit Freunden und nicht mehr mit den Chinesen. Kann man sagen, die Daten geben das nicht her. Nun kann man sich ja fragen, möglicherweise ist es ja in Amerika anders. Die reden ja schon viel länger davon. Da haben wir schon den Trump und dies und das und jenes. Und dann haben wir auch mal die Zahlen uns angeguckt, was die Amerikaner anbetrifft. Und auch da ist im Handel mit Amerika, im Handel zwischen Amerika und China ist ein Rekord. Sowohl bei den Importen auf jeden Fall, bei den Exporten hat es auch so ein bisschen stagniert, aber auch auf Rekord. Also auch da sieht man, dass die Zahlen das noch nicht hergeben. Und ich habe dann mal bei Handelsexperten nachgefragt und gefragt, ist sowas wie Friendshoring, gibt's das schon? Und dann meinten die, nee, das wäre eher ein langfristiges Phänomen. Und das könnte man gar nicht so kurzfristig machen. Und auch die meisten glauben noch daran, dass die Globalisierung intakt bleibt. Also wer da auch dran glaubt und meint, dass China vielleicht doch ein wichtiger Partner ist, der kann sich das mal anschauen. Und auf jeden Fall sage ich so, all die Leute, die sagen, China, mit denen wird man nichts mehr machen, das ist mein
Bär der Woche, weil das mit den Daten überhaupt nicht übereinstimmt. Und dann, wenn die Politik mal guckt, sagst du, huch, 176 Milliarden haben wir importiert. Möglicherweise sind das wichtige Sachen, die wir importieren. Ich weiß nicht. Sollte man sich vielleicht als Außenministerin, bevor man dann die China-Strategie macht, nochmal vorher angucken. Ja, und die deutsche Wirtschaftsverbände, die waren ja schon eher, dass man eine zu strenge China-Strategie macht. Ja, klar. Macht, ne? Ja, ja, also, wenn du 176 Milliarden in Rollenholz, wird es einen Grund haben. Ja, die ganzen Lockdowns immer wieder in China waren, die ja natürlich da auch die Exporte und den Außenhandel insgesamt eingeschränkt haben. Muss man ja auch nochmal dazu sehen. Aber auf der anderen Seite muss man China jetzt mal auch zugute halten, dass sie in der Ukraine, im Ukraine-Krieg eben nicht der super tolle Partner für Putin war, den er sich erhoffte. Also keine Waffenlieferungen von China und jetzt gibt es ja auch immer die Theorien, was macht jetzt Putin? Da glaubt man schon auch, dass die Chinesen eher Putin davor abhalten, zum letzten Schritt, nämlich zum Atomwaffeneinsatz zu greifen, weil sie sich mit dem Westen nicht verscherzen wollen, weil sie genau wissen, wenn sie da Rückhalt geben würden, dann würden sie sich da einfach... Also da hilft schon auch dieser Handel, auch China noch bei der Raison zu halten, ja, weil sie natürlich wissen, ihre Wirtschaft ist momentan so angeschlagen. Das ist wahr. Sie können sich da nicht nochmal weitere Risiken leisten, neben der Null-Covid-Strategie und momentan ist das Wachstum da eingebrochen. Also, aber die Importe, die sind nach, also die Amerikaner, ich habe mal geguckt, 554 Milliarden importieren die Amerikaner jährlich aus China. 554 Milliarden, Wahnsinn. Wir 170, aber die Amerikaner 154. Also siehst du, und die exportieren nur 150 Milliarden. Also die haben eine Lücke von 400 Milliarden. Und diese 400 Milliarden ist natürlich Wachstum für China. Und wenn sie darauf verzichten würden, dann könntest du wahrscheinlich das Wachstum komplett abschreiben. Trotz aller Zölle, die Trump eingeführt hat, die teilweise faszinierend, immer noch, die immer noch in Kraft sind. Ja. Also, es gibt trotzdem noch Handel. Ja. Gut. So, ich habe noch einen Bullen der Woche und der geht jetzt an mal einen Analysten. Die kriegen von mir immer viel Schelte, aber in dem Fall muss ich sagen, Respekt. So wünsche ich mir Analysten wie den Herrn Justin Smith von der französischen Bank Société Générale, SocGen kurz genannt. Der hat nämlich jetzt wirklich eine aufsehenerregende Studie zu Fresenius veröffentlicht und vor allem das Kursziel ist aufsehenerregend. Das liegt nämlich bei 92 Euro und das ist, letzte Woche hat er diese Studie rausgegeben, das war zu dem Zeitpunkt dann 45%, 265%. 265% über dem Kurs von Fresenius und ja, aktuell ist der Kurs auch bei 26 ungefähr. Irgendwas drauf, also bei 26 paar zerquetschte und er sieht 92 Euro als Kursziel, also mehr als Verdreifachung, 265%. Normalerweise ist ja eben so, dass Analysten dann immer eben so ihr Fähnchen in den Wind hängen und so nah an den Kursziel in der Aktie fällt, dann wird es zu Kursziel nach unten angepasst, Aktie steigt, dann ziehen wir wieder ein bisschen nach und wir sind immer so ein bisschen 10% drunter drüber, ist was auch immer. Nummer. Ja, genau, weil dann wird keiner dich bashen und sagen, hallo, du lagst ja daneben, sondern bist halt immer so, ja, und passt da auch immer erst an, wenn die Aktie schon bereits die Bewegung gemacht hat. Aber in dem Fall doch einfach vorausgehen. Warum hat er diese optimistische Einschätzung? Er sagt halt, die Anleger hätten seit Beginn der Pandemie auf die Probleme der Dialysetochter Fresenius Medical Care überreagiert. Wir wissen ja, dass es bei FMC da bei den quasi Patienten und quasi Kunden eine Übersterblichkeit leider gibt, weil sie natürlich für die Corona-Pandemie quasi auch anfälliger waren, also und halt quasi eher leider verstorben sind als der Durchschnitt der Bevölkerung und deswegen hat FMC hier dann auch deutlich quasi gelitten und auf der anderen Seite sagt er, haben die Anleger noch nicht das volle Potenzial der biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamente der Tochter Kabi erkannt, die auch zu Fresenius gehört. Und was wir mal wissen, es gab einen Chefwechsel bei Fresenius und der neue Chef ist eben der ehemalige Chef von Kabi. Und ja, da geht er jetzt davon aus, dass der neue Konzernchef Michael Sen, ist das ein Engländer oder Michael Sen? Michael Sen, ich glaube, der war ja auch bei
Der hat ja bei Siemens die ganzen Ausgliederungen also gemacht, schon, der war ein Rechtsstrukturierungsexperte, ja, ja, genau, der war genau, bei E.ON, ja, hat ja, da Uniper ja, ja, rausgesplittet. Genau. Und dass so. Der eben dieses Wahrnehmung für diesen Wachstumswert dann auch wieder stärken wird und möglicherweise macht er also wirklich sowas wie eine Ausgliederung, sowas, das wäre dann auf jeden Fall eine Fantasie, die da kommen könnte und ja, deswegen also speziell für den Analysten, aber natürlich dann auch für Fresenius, mein Bulle der Woche, weil wenn das wirklich sozusagen ansatzweise stimmt, ist das natürlich für einen DAX-Wert enormes Kurspotenzial und noch dazu einen Dividendenaristokrat, der quasi der einzige Dividendenaristokrat, den wir im DAX überhaupt haben. Ja, von daher ist das vielleicht wirklich eine Aktie, die man sich mal anschauen könnte, als gerade auch für einen etwas konservativeren Anleger, hohe Dividendenrendite und, obwohl so hoch ist die gar nicht, aktuell 3,5%. Aber immerhin eben sehr, sehr treuer Dividendenzahler. Stimmt, ich gucke sie gerade. Übrigens an der Stelle noch ein kleiner Seitenschlenker, dass die Bayer-Aktie ist ja heute auch angezogen, weil jetzt Bloomberg berichtet, dass Bayer damit beginnt, einen neuen CEO zu suchen. Haben wir schon Millionen Mal hier erklärt. Ja, schon, das ist schon die häufige Spekulation von Herrn Chapitz gewesen. Aber ich habe mir letzte Woche auch noch mal ein paar Bayer habe ich mir auch wieder geholt, im Rahmen meines Zukaufsprogramms. Bayer habe ich schon länger, die habe ich auch immer mal in den 40ern geholt, die ist aber nie richtig gelaufen, jetzt immerhin sie in den 50ern, ein bisschen ist sie angezogen und wobei ich finde, den Baumann war ein total netter, muss ja wirklich sagen, ich habe den in Davos ja getroffen, das ist wirklich total umgänglicher, netter Rheinländer, wirklich gut, zum Lachen aber geht er in den Keller nein, wahrscheinlich. Aber geht ja bloß um die Frage der Aufspaltungsfantasie und so weiter. Und so fort, die Idee, die er hatte, war gut, aber der hat ein toxisches Investment halt gemacht. Genau. Und, so. Ja, gut. Wir kommen zu unserem Thema. Wir kommen zu unserem Thema. Eine Viertelstunde. Ja. Oh, für diesen Larger than Life Wirtschaftsminister haben wir jetzt nur eine Viertelstunde. Das ist natürlich wirklich. Erhards Erbe. Der war ja als Ersatzkanzler schon gehandelt. Galt er ist bis Vizekanzler. Vor wenigen, ja, aber er war schon der Ersatzkanzler, der viel besser wäre. Ja, und er hat ja wirklich menschlich, authentisch und man konnte ja. Ja, du brauchst jetzt nicht die Lobhudeleien bringen, einfach die Kritik, wenn du was vorzutragen hast. Genau. Konnte ja wirklich, das Schöne war ja, das hat ja auch Friedrich Merz in der Bundestagsdebatte sehr schön gesagt. Man konnte ihm beim Lautdenken zuschauen und er hat das ja immer wieder uns kundgetan. Aber man stellt jetzt leider fest, wenn man ihm beim Lautdenken zugeschaut hat. Der Merz denkt auch immer wieder mal über. Ja, aber man stellt fest, der Habeck meines Erachtens ist er überfordert. Er handelt ideologisch und ist halt als Wirtschaftsminister würde ich halt sagen, fehlt ihm jegliche Substanz. Und ich würde jetzt kurz sagen, warum ich das hier sage. Ich meine, das sage ich schon häufiger, aber welche Ideen da im Hintergrund sind. Also erstmal hat er ja mit rhetorischen Fehlgriffen auch auf die Aufmerksamkeit gemacht. Saß er bei Sandra Maischberger und hat dann diese Geschichte erzählt, dass die jetzige Krise nicht unbedingt eine Insolvenzwelle führen müsste. Die Unternehmen könnten einfach aufhören zu arbeiten. Und müssten nicht insolvent gehen. Möglicherweise hat er vielleicht inhaltlich hat er recht, wenn der Staat sie raushaut oder sonst wie. Aber wenn ich ein Unternehmen wäre und ich sehe einen Typen da sitzen und dann erzählt er mir so, ja, die können ja einfach aufhören, dann wäre ich auch als Unternehmer auf der Zinne und dann sieht man zumal wir ja auch schon einige pleite gegangen sind. Hagle ist pleite gegangen oder der Schuhhändler Görz ist auch pleite gegangen. Und wenn man mal eine Umfrage vom BDI, das ist der Industrie-Lobbyverband, anguckt, sagt jedes dritte Unternehmen, die Preise für Energie und Rohstoffe wären eine existenzielle Herausforderung. Und wenn sich dann einer hinsetzt und sagt, hör doch einfach auf zu verkaufen, dann ist das wirklich ein großes Problem. Und dazu kommen dann auch noch fragwürdige Entscheidungen. Er hat die Gasumlage überhastet und nicht richtig durchdacht eingeführt. Dann kommen ja auch Unternehmen in den Genuss, die einfach prächtige Gewinne machen. Man denkt so, hey, wie kann das sein? Das war ein Fehlgriff. Dann der Katar-Deal, der mit großem Tamtam im März gemacht hat, mittlerweile geplatzt. Och, doch nicht. Dann hat er ja den Wärmepumpen-Geschichte, hat er gesagt, ja, wir wollen Wärmepumpen ganz groß. Bis 2030 wollen wir pro Jahr 500.000 neue Geräte. Und dann musste er feststellen, nee, geht leider doch nicht, musste den Wärmepumpen, die hat er wieder ein bisschen kleiner gemacht, den Wärmepumpen, die dann beim AKW-Ausstieg, würde ich sagen, wirklich meines Erachtens eine der größten Fehlsachen. Eins war der ganz abschalten lassen oder will er abschalten lassen. Zwei so im Reservebetrieb. Da denkt man fast so an seinen Satz, hat er mal gesagt, Deutschland hat ein Gasproblem, aber kein Stromproblem. Und man denkt so, da will er jetzt trotzig drauf beharren, das zeige ich euch und ich schalte die ab und es ist trotzdem nichts. Also wirklich, das ist für mich wirklich das zeugt von nicht besonders großem ökonomischen Sachverstand. Man braucht ja wirklich jedes Megawatt gerade in Deutschland. Und für mich ist dann eher
Pragmatismus gefragt und nicht jemand, der ideologiegetrieben handelt. Und für mich handelt der Minister wirklich höchstgradig ideologiegetrieben. Und die Industrie, habe ich am Anfang schon gesagt, ist wirklich stinksauer auf den Minister. Und dann habe ich nochmal in die Vergangenheit geguckt und mich gefragt, also auch was er nicht sagt, Deutschland soll Industriestandort bleiben. Also wenn ich Wirtschaftsminister wäre und für die Stromsachen zuständig bin, würde ich ja sagen, hey, wir wollen, dass Deutschland Industriestandort bleibt. Selbst das sagt er nicht, sondern macht eher so eine Bullabü-Sache. Ja, wir können auch eine andere Ökonomie haben. Auch das finde ich völlig absurd, wenn wir einfach ein Industriestandort in Deutschland sind. Und da müsste man sich auch eher hinstellen, da müsste das machen. Ich habe mal ein bisschen in die Geschichte geguckt. Der hatte schon einige solcher Fehlgeschichten gehabt. Ich erinnere uns alle noch an die Pendlerpauschale, wo er nicht wusste, dass man die Pendlerpauschale nicht nur fürs Auto kriegt, sondern auch für andere Fortbewegungsmittel. Und da gab es dann diese groteske Antwort, wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Da merkte man auch, der Mann hat einfach vom Fach nicht unbedingt. Bevor du jetzt gleich noch anfängst, Ahnung, aus seinen Kinderbüchern vorzulegen, würde ich jetzt mal die aktuelle Problematik dann vielleicht sprechen wollen. Aber du siehst halt, meines Erachtens ist er halt komplett. Also es hat ein Fan von uns, Alexander Kissler von der NZZ, hat das sehr schön zusammengefasst. Der promovierte Geisteswissenschaftler und frühere Kinderbuchautor kann Krisen wunderbar erklären, auch jene, die er selbst herbeigeführt hat. Künftig wird es aber darauf ankommen, Krisen zu verhindern. Und da muss man sagen, das ist meines Erachtens, mit dem kann man diese Krisen nicht verhindern. Und jetzt noch eine Sache zu den Umfragen. Da war ja lange Zeit, seit März, war ja unangefochtener Spitzenreiter, der beliebtesten Politiker. Mittlerweile ist auf Platz 6 abgestürzt. Und Annalena Baerbock ist jetzt Nummer 1. Und auf Platz 2 ist jetzt Markus Söder von der CSU. Platz 3 Cem Özdemir von den Grünen. Und selbst Sarah Wagenknecht ist auf Platz 4 ja, hochgegangen. Wenn man Wutreden im Bundestag hält, sagen, ja, dann ist man schon problematisch. Ja, dann kann man natürlich mit Wutreden kann man in Deutschland begeistern. Das ja, ist doch klar. Aber trotzdem, ich finde, der Typ hat sich leider entzaubert und ist überfordert von seinem Amt. Und deswegen finde ich, ja, ist er für mich nicht der Heilige, sondern der eher Unheilige. Ja, Überschätzte. So. Ja, also ich würde, wir haben ja letzte Woche auch alles gesprochen über den Atomidee, die Atomreserve finde ich auch eine Schnapsidee. Vieles ist handwerklich nicht gelungen, was er vorgelegt hat, keine Frage. Da wurden viele Fehler gemacht, aber wie gesagt, wie es der Kanzler gesagt hat. Was ist denn gelungen? Was ist gelungen? Also er hat, ich finde die Gasumlage von der Idee her ist keine schlechte Idee, ja, dass man irgendwie sagt, nicht der einzelne Gasverbraucher, der gerade dummerweise einen Versorger hat, der Russengas bezieht, muss diese ganzen Kosten tragen und der andere kommt ungeschoren davon, sondern man macht es solidarisch, legt es um auf alle Gasverbraucher. Von der Idee her ist es eine gute Idee, da war auch die FDP mit dabei und haben die genauso mitgetragen, diese Idee im Kabinett, und dann muss man sowas halt auch europäisch so gestalten, dass es mit Europarecht vereinbar ist. Da kannst du nicht einfach sagen, der und der kriegt welche und der darfst hier keine einzelnen Unternehmen da bevorzugen, sondern müssen halt dann alle die Chance haben, das zu bekommen, ob sie jetzt und dann haben sie versucht, da nochmal ein paar Grenzen einzuziehen mit Boni-Grenzen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip von der Idee her finde ich es nicht schlecht. So, und dann hat er sich darum gekümmert, dass die Gasspeicher sich kümmern, und wenn der Herr Merz sich im Bundestag schlauwissend hinstellt und irgendwie da rumfolgert, ich meine, letztendlich muss man wissen, wer hat diese ganze Sache angefacht und wer hat das zu verantworten, und da würde ich mal ganz still sein, es war die Union, 16 Jahre Union, haben uns in dieses Schlamassel, in diese Energieabhängigkeit gebracht, die jetzt Habeck und Kollegen hier ausmisten müssen, in Windeseile, in Lichtgeschwindigkeit sozusagen hier uns unabhängig von Russengas zu machen, ja, und da kommen sie gut voran. LNG-Terminals werden ausgebaut mit Sondergenehmigungen. Es werden Kohlekraftwerke ans Netz gebracht. Kohlekraftwerke. Ja, aber ich meine, er springt, weil du eben Ideologie vorwirfst. Er hat jetzt so viele Sachen über Bord geworfen, wo man sagen würde, das macht ein Grüner unglaublich. AKW, also er geht nach Karte. AKWs habe ich letzte Woche. Lass mir jetzt einfach mal, du hast jetzt auch 10 Minuten geredet, ja? 10 natürlich, Minuten? Ja, 7 Minuten, ja. Werbung. Sag mal, bist du eher Team Kino oder Team Couch? Oh, also wenn es geht natürlich Kino, ne? Wenn ein neuer, cooler Film rauskommt, das ist schon was anderes. Aber geht natürlich nicht jeden Abend. Also ist eine gute Frage.
Ja, und genau diese Frage stellen sich auch Steven Gätjen und Tim Affelt in ihrem Podcast Kino oder Couch. Jede Woche Donnerstag plaudern die beiden da nämlich über Filme, Serien und das Leben zwischen dem Kino und der Couch. Sie stellen die spannendsten Neustarts vor, verraten aber auch, welche Filme und Serien auf gar keinen Fall auf die Watchlist gehören. Und sie nehmen ihre HörerInnen mit hinter die Kulissen des Showbusiness, berichten, wie die Stars wirklich ticken und worüber momentan ganz Hollywood tuschelt. Und wenn das einer weiß, ne, dann ist das natürlich Steven Gätjen, unser Mann in Hollywood, seit mehr als 20 Jahren der Filmexperte Deutschlands. Er ist am Red Carpet bei der Oscarverleihung in L.A. unterwegs oder auf ganz vielen Filmpremieren, die er moderiert. Da erfährt er natürlich auch viel, was so hinter den Kulissen abgeht. Genauso wie Tim Affelt. Als Chefredakteur großer Zeitschriften hat er schon viele Stars getroffen. Und auch er liebt Filme und Serien. Also, abonniert Kino oder Couch. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eurer Wahl. Werbung Ende. AKWs, ja, ich bin auch dafür, dass man die nicht in Reserve lässt, sondern in Streckbetrieb gibt, ja. Und das wird auch kommen, ja. Aber er muss halt auch sein, er ist in einer Partei. Er hat einen Parteitag im Oktober, er hat eine Niedersachsenwahl und man muss halt auch auf eine Partei Rücksicht nehmen in der Demokratie. Er ist nicht zum Kaiser von China oder zum Alleinherrscher da bestellt worden, sondern du musst halt irgendwo auch noch deine Partei mitnehmen. Was das hat halt dann das Schröder Problem gemacht in der größten Krise? Ja, der hat auch riskiert, abgewählt zu werden. Und das ist für mich ein richtiger Machertyp. Und so ein Habeck, der einfach nur und der die auch Kuschelfreund ist. Aber er hat auf jeden Fall, das finde ich Macher. Und das andere, was der macht, ist ein Kuscheltyp, der immer auch die Partei noch mit loskuschelt. Lass mich einfach mal weiterreden. Okay, ja. Sondern er versucht, Kompromisse zu finden, ja, und irgendwo auch eine Partei mitzunehmen. Und Schröder hat auch nicht alles bastermäßige, vieles, ja. Und Joschka Fischer hat auch auf dem Parteitag die Bundeswehreinsätze dann verteidigt und durchgesetzt. Und das wird auch von Habeck passieren. Habeck ist ja ein Realo und man muss ihm einfach diese Chance geben. Auch ich finde, er ist in vielen Bereichen eben, ist er da vorangegangen, hat realistische, realitätsnahe Politik, pragmatische Politik gemacht. Und die haben einfach, gerade das Ministerium hat halt einfach momentan diese ganze Krisenbewältigung an der Backe. Und da wird halt mal ein handwerklicher Fehler gemacht, aber das, wo gehobelt wird, fallen Späne. Die machen wenigstens was, im Gegensatz zu anderen, die immer nur reden. Söder allen vorweg, ja, der keine Leitungsanbindungen an den Norden hat, ja, und deswegen Blackout-Gefahr hat, weil sie ständig Trassen verhindert haben, gerade in Bayern, weil sie Windräder verhindert haben und so weiter und so fort. Deswegen sind die Bayern da besonders gefährdet, ja. Da kann er natürlich laut rumpoltern. Also wie gesagt, ich springe in vielen Bereichen, Kohlekraftwerke wieder hochfahren, ja, es ist eine wahnsinnige Überwindung für einen Grünen, machen sie, er ist nach Katar gepilgert und kümmert sich überall um Gas, Gasspeicher füllen sich, obwohl kein Gas mehr momentan aus Russland kommt, all das sind Verdienste. Nebenbei haben sie noch die erneuerbaren Energien mit Osterpaket etc. deutlich vorangebracht. Natürlich, das ist ein Langfristprojekt, der Ausbau, du kannst nicht von heute auf morgen, wie viele der Vergangenheit da gut machen und in einem Monat irgendwie viele, viele Windräder aufstellen. Aber trotzdem, auch das ist angeschoben. Da wurden viele, viele neue Weichen gestellt. Und seine Art zu kommunizieren ist nach wie vor, da passieren halt dann mal solche Ausrutscher wie bei Maischberg. Es war inhaltlich nicht falsch, was er gesagt hat. Ja, er hat einfach gesagt, wurde auch von zum Beispiel von DIW-Chef Fratscher verteidigt, der gesagt hat, DIW-Chef Fratscher, wenn du den als Verteidiger hast, dann ist dein Image immer ganz anders. Nein, aber der macht eine ganz komische faktisch, Rolle. Faktisch ist doch, ja, schickt uns den Sozialismus. Ja, ich will auch nicht immer alles, was der Fratscher sagt, gutheißen, aber faktisch hat er nichts anderes gesagt, als nicht jede, es ist nicht immer alles gleich eine Insolvenz oder eine Pleite, ja, man kann auch, aber das ist, er wollte ja dann eigentlich nur sagen, aber er hat sich da irgendwie
um Kopf und Kragen geredet. Ja, also es kam natürlich, es kommt überhaupt nicht gut an, das ist kein, aber er ist halt einer, der in die Talkshows geht, aber es war faktisch nicht falsch, dass auch eine Bäckerei geht nicht pleite, der macht halt, sehen hier viele Bäcker jetzt, die leider einfach sagen, okay, ich muss einfach schließen, weil ich sehe, was ich monatlich für Ausgaben habe und ich sehe, was ich für ein Einnahmen habe, ich sehe, was die Leute bereit sind für ein Brot zu bezahlen und da muss ich halt leider meinen Betrieb einstellen, aber der wird jetzt nicht nochmal 3 Monate so weit gehen, dass er komplett in Konkurs geht, sondern der macht halt dann gleich zu. So. Und dann ist die Frage, was man für Lehren, das wollte er eigentlich damit sagen, das ist ja untergegangen, wie kann man solchen Firmen dann helfen, die dann, dass sie vielleicht über den Winter kommen, dass sie vielleicht nun mal kurzfristig, das war ja in Corona nicht anders, da hat man dann eben auch solchen Unternehmen dann Unterstützung gezahlt, dass sie eben, auch wenn sie kein Geschäft mehr gemacht haben, ja, Schausteller, was weiß ich, Messebauer und die ganze Unterhaltungsbranche, Gastronomie teilweise, Einzelhandel teilweise, Umsätze ersetzt, ja. Das ist ja dann die Frage und nicht die Diskussion, ob es jetzt eine Pleitewelle gibt oder nicht, ja. Aber war unglücklich, keine Frage. Aber lieber habe ich immer noch einen, der dann sich hinsetzt, im Fernsehen die Dinge erklärt und auch dieses öffentliche Nachdenken und die Für und Wider, ja. Wie er es auch bei Katar erklärt hat, den Zwiespalt, in dem man da ist, wenn man pragmatische Lösungen. Naja, dass du sagst, okay, ich muss hier pragmatische Lösungen suchen. Und das ist nicht alles immer die Ideallösung und das sind nicht alles lupenreine Demokraten, mit denen wir hier. Jetzt liefern sie noch nicht mal. Also stell dir vor, du machst so ein Kram und dann liefern sie. Ja, aber wir kriegen viele andere. Ja, aber viele andere liefern. Aber viele andere liefern eben, ja, und da musst du halt einige Klingen putzen, aber es kommen eben auch aus Niederlande und aus europäischen Ländern fließt mehr Gas als bisher. Also sie haben unheimlich viele Anstrengungen gemacht und wie gesagt, der Versuch, das immer du hättest ja schon immer vor dem Krieg damit angefangen. Nein, man hätte das ist aber, überhaupt aber nicht wir haben mit spät. Gas einsparen, diese ganze Einsparen, aber die machen wir jetzt seit jetzt. Man hätte viel früher darauf drängen müssen, dass Menschen irgendwie Gas sparen, dass wir gar nicht erst in diese missliche Lage jetzt reinkommen. Wir haben Sommer wir haben über haben ganz wir überhaupt nicht wir viel haben Gas verbraucht. Wir haben immer noch weiter den es wurde von Anfang an Sparappelle waren ja wohl das erste das wurde noch Sparappelle waren das erste was gemacht wurde. Nee, das hat dann er längst nicht so. Das ja, hat und dann gab es die Ausnahmen und dann kam ja die erschwerende Situation. AKWs als erstes, in Frankreich fallen erstes, aus. Du hättest als erstes die Brennstäbe bestellt, du hättest als zweites die alten AKWs zurückgeholt, du hättest kein Gas mehr verstromt und das hat er alles nicht gemacht. Das war dann ideologisch. Alter, lieber nach Katar fahren, als über den Blödsinn, eigenen alte AKWs zu zurückholen, die gerade ausgeschaltet worden sind zum Jahresanfang. Da hätte man sagen können, hey, da versuche ich zumindest, die wieder zurückzuholen und wieder einzusetzen. Und auch jetzt zu sagen, wenn die AKWs abgeschaltet sind, das hat keinen Einfluss auf den Strompreis. Also ich bin mir da nicht so sicher. Klar kann man sagen, Merit Order, das letzte Kraftwerk macht den Preis, das letzte Kraftwerk ist das Gaskraftwerk, deswegen wird der Preis nicht runtergehen, wenn du die AKWs rausnimmst. Aber stell dir vor, du hast die Blackout-Gefahr ist gestiegen, andere Verfahren sind gestiegen und nur aus einer Ideologie raus, ehrlich. Wie gesagt, also es wird warum, so kommen. Und ja, er hat einen das klugen, modernste Kraftwerk nein, in Niedersachsen wird einfach abgeschaltet. Ja, jetzt kriegen auch wir noch dagegen. Die Schweiz, ja. Die uns an die Grenze auch noch einen AKW in den Rentenlager baut. Ja, da hat auch Habeck dran schuld oder was? Ist ja wohl der größte Witz aller Zeiten. Aber du siehst doch, andere Länder scheinen doch auch irgendwie eine andere Risikoeinschätzung zu haben, was Kernkraft angeht. Was heißt eine andere Risiko? Und deswegen schmeißen sie den Atommüll an die deutsche Grenze und nicht nach Zürich oder nach Bern? Aber auch in Tokio, beispielsweise in Japan, werden AKWs jetzt wieder gemacht. Da muss man doch auch mal denken, hey, da hat sich was geändert und da muss ich mich auch ändern. Und das macht für mich einen Macher aus, das ist der Typ überhaupt nicht, ist ein weiß ich nicht, Homo Laber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist für mich einfach ein Typ, ein intellektueller Schönschweizer, der vom Amt überfordert ist. Und vollkommener wenn du auch noch guckst, Bullshit. Wenn du auch noch guckst, die ganzen, alle gegen Lobbyisten, ich weiß nicht, wir haben uns totgelacht über die Atomlobby. Haben wir gesagt, oh, die Atomlobby, die machen irgendwie, was der für Lobbyisten hat, ob das irgendwie die grüne Energiewende das ist oder das, die gelten jetzt sogar als Lobbyisten im grünen Bereich gelten als Berater. Das sind Think Tanks, ja. Und du denkst so, ist ein angesehener Think Tank. Das sind Lobbyisten. Und man denkt sich so, warum sind das eine Lobbyisten und das andere sind Think Tanks? Auch das hat er wirklich hinbekommen. Und da muss man doch einfach mal sich klar überlegen, oh, Junge,
Ich weiß es nicht. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Wir haben es auch, glaube ich, umrundet. Wir werden mit Robert, werde ich nicht warm. Ich werde auch mit Annalena wahrscheinlich nie richtig warm werden. Aber wir haben ja den Defner, der ist dafür zuständig hier. Und insofern sind alle grünen Menschen, die wahrscheinlich auch zahlreich unter den Hörerinnen und Hörern sind, können bei Dietmar ihre Heimat finden. Und dann ist ja da auch für Heimat gesorgt. Schön. So. Ja. Der Chapitz kann uns ja dann mal. Na, egal. Also. Zeit ist abgelaufen und Wir sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.